Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott zu Klanggemisch, dem Dubcast mit Benny Ulmer und Ja Schulz. Herzlich willkommen zur Folge 2. Dankeschön, Micha, Mensch, Folge 2. Lass mich mal kurz so anfangen. Ich bin so ein bisschen sprachlos aufgrund der Resonanz und Rückmeldung zu Folge 1. Wie geht's dir? Ich bin auch total verblüfft, muss ich sagen, dass das so ein krasses Feedback war. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, ich dachte, okay, hören sich 50 Leute an, alles super. Aber waren dann doch um, ich glaube, 200, 300. Die letzte Zahl habe ich jetzt gerade gar nicht so vor Augen, aber ja, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank auch für die hier und da Rückmeldung, konstruktiv, positiv. Wir nehmen das alles wahr und auf und wir arbeiten dran, das irgendwie hier auch besser zu machen oder ja, weiterzumachen. Ja, ich hatte Tatsache ein bisschen Angst irgendwie wegen meinem Jan-Delay-Diss in Anführungsstrichen. Als ich den Podcast bearbeitet habe, irgendwie fiel mir noch so auf, oh Gott, das war jetzt ein bisschen harsh. Aber dann habe ich mir auch überlegt, hey, man muss auch mal ein bisschen bissig sein, so, ne? Wenn einem was nicht passt. Also ich glaube, Jan-Delay, wenn er es überhaupt gehört hat. Bestimmt. Wenn er es überhaupt gehört hat, der kann es abhaben, also. Ja, von daher. Klar, okay, gut. Ja. Mir war es wichtig, ihn zu spielen, dir war es wichtig, da was dazu zu sagen und von daher alles gut. Ja. Micha, was machen wir? Was machen wir heute? Wie geht's los? Also gleich mal vorweg, wir haben heute einen super Special Guest hier, gleich in der zweiten Sendung. Ein Urgestein der Szene und ich freue mich wahnsinnig. Ich bin auch super neugierig. Ja, genau. Wir haben uns überlegt, was könnte Folge 2 sein, was könnte Folge 2 werden. Und wir haben hier und da ja schon Anspielungen gehabt in Folge 1 mit Sound System Culture, speziell jetzt hier in unserer Republik. Und haben deswegen gefragt, ob wir den Eichel, Isis, den Michel von Dandelion einfach mal hinzuschalten dürfen und interviewen dürfen. Und er hat Ja gesagt. Ah, super. Ja. Genau, den haben wir nachher. Und dann werden wir mit ihm so ein bisschen über verschiedene Themen sprechen und vielleicht auch hier und da diskutieren. Aber jetzt zum Beginn wollen wir einfach jeder mal so für sich jeden Tune spielen. Und lass mich nochmal fragen, wie geht's dir soweit, Micha? Ach ja, mir geht's gut. Also ich komme gut durch die Zeit. Was hast du gemacht? Was gab's? Bin musikalisch beschäftigt mit Produktionen und Veröffentlichungen. Okay. Und bin an so einem Theaterstück dran, wo ich ja die Musik dazu mache, was hoffentlich auch aufgeführt wird im April. Ja. Und ja, Benny, und wie läuft's bei dir? Dankeschön, der Nachfrage. Mir geht's sehr gut, weil, das will ich euch auch nicht verschweigen, auch im ersten Teil wurde ja schon erwähnt, dass ich bekennender Fußballfan bin. Und am 1.3. hat mein Verein im Hamburger Derby gewonnen. Und kannst du es nachempfinden, wenn so Fußball einem sowas gibt, so Freudenempfinden so? Kennst du das? Nee. Gar nicht eigentlich. So gar nicht so? Lässt mich so ziemlich kalt. Okay. Lass ich so stehen, mich nicht, wie ihr merkt. Kannst du auch den Namen nennen des Vereins? Es gibt natürlich nur einen Hamburger Verein, jetzt mit dem Derby-Sieg erst recht, der FC St. Pauli von 1910 e.V. Dann Big Up von meiner Seite. Ja, Dankeschön. Wir sind die Nummer 1 in der Stadt und in meinem Herzen sowieso. Aber dazu gern immer wieder mal in anderen folgenden Dubcasts mehr. Ja. Cool. Song, was hast du mitgebracht? Ich dachte, du fängst an. Ich fange an? Ja, fang du mal an. Also, ich habe mir überlegt, also wir wollten generell, bevor wir jetzt hier gleich starten, mit Eichel wollten wir hier jeweils einen Tune spielen. Und natürlich immer so die Frage, puh, was bringe ich jetzt mit, was lasse ich spielen? Und vorgestern, heute haben wir den 7., als wir aufnehmen, also am 5. hat
über die Socials oder über das Digitale haben die Dolomites Rockers in Person von Paolo Baldini und Dan Eye von Imperial Sound Army haben eine Single veröffentlicht, und zwar ist es das Stück Jah Give Us Life, was im Original ist von den Wailing Souls, und von den vier Cuts oder von den vier Stücken würde ich gern den Vocal spielen. Und zwar, wie gesagt, am Freitag, den 5. veröffentlicht, jetzt überall erhältlich, digital, und laut den Meldungen, die ich gesehen habe, ist aktuell auch das Vinyl in der Presse und wird dementsprechend auch veröffentlicht. Also von daher, hört euch das Stück an und danach sage ich gerne noch mal ein, zwei Sachen dazu. Was live. Im Original von den Wailing Souls ist ja klar auch legendär im Root Circus, aber jetzt mit diesem Recut von Dan Eye Vocals und im Mixing von Paolo Baldini. Also, was soll ich sagen? Mich hat es wirklich, wirklich umgehauen, als ich ihn gehört habe mit meiner kleinen Home PA da. Und in dem Fall auch noch Big Up and Love, Respect, Honor to Dan Eye, Imperial Sound Army, den ich ja auch schon. Wir haben neulich mal miteinander geschrieben, wir kennen uns schon im zweistelligen Bereich, also wir haben uns in den 2000er irgendwie mal kennengelernt. Ich habe mit ihm auch so zwei, drei Sessions veranstaltet. Übrigens auch mit Dandelion, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück hoffentlich. Ist auch die Frage, ob wir uns so auch kennengelernt haben, Michel, weiß ich gerade gar nicht mehr. Gedächtnis wie Käse. Jedenfalls, und jetzt mit diesem neuen Projekt, das im Mai 2000 veröffentlicht wurde. Paolo Baldini, Dan Eye, Dolomites, Rockers. Tolle LP, tolles Album und hier mit dem Single Release. Wie fandest du es? Ja, tolle, positive Nummer so, ne? Ja. Schön umgesetzt. Ja. Ich weiß, du bist immer so ein bisschen kritisch auch mit so Produktion und so. Fandest du es jetzt irgendwie hier organisch oder zu clean oder einfach passend oder?
Okay, du erwischt mich gerade wieder so ein bisschen, aber hey, es ist ein Style, also es ist cool gemacht. Okay. Also, okay, auf jeden Fall Paolo Baldini, Urgestein in der italienischen Reggae-Szene, Africa Unite und mit dem BR Stylos, jetzt mit eigenem Label schon länger unterwegs, auch im Umkreis mit Mellow Mood und dann Dan I, Imperial Sound Army. Was soll ich dazu sagen? Er spielt University of Dub, er hat alle große Festivals gespielt, mehrere Veröffentlichungen. The Man. Also ich mag ihn persönlich, ich mag seinen Style. Roots, Culture, Purist für mich so. Ja. Okay. Ich finde natürlich auch gut, also Produktionen sind absolut top. Ja. Aber ich glaube, ich mag einfach eher so einfach die UK-Ecke, so mit tieferen Bässen. Ja. Ist schon auch sehr poppig umgesetzt, ne? Muss man schon auch sagen. Ja, catchy. 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 Ja, das, ist ein schöner, uplifting Dub-Pop-Song, wenn man mal das hässliche Wort irgendwie erfinden. Lass mir so stehen. Auf jeden Fall, ich hätte ihn so gern im Dance gehört oder werde ihn auch hoffentlich zukünftig irgendwo auf dem Dance noch hören. Das ist ja immer so die Gefahr, jetzt in der jetzigen Situation einen Tune zu veröffentlichen und dann wird er quasi nicht mehr gespielt. Keine Ahnung. Wir haben hier in den letzten Wochen zwei große Musiker verloren. Also einmal U-Roy und einmal Bunny Wailer. Und es ist schon sehr traurig und man, weißt, man wird ja älter und dann muss man sich mit so einem Zeug auseinandersetzen. Du meinst jetzt so mit Tod oder mit... Mit Tod, ja, muss man schon. Und dann gehen die großen Künstler so, ne, ja, die einen so jahrelang begleiten. Also jetzt noch nicht mal bei mir U-Roy oder Bunny Wailer, natürlich, bei mir sind es halt andere aus der Szene, so, wo man dann einfach seit 20, 25 Jahren hört. Mhm. Und man muss sich jetzt plötzlich damit beschäftigen, weil wir alle irgendwie älter geworden sind. Ja. Und es ist schon seltsam. Und, ja. Naja, Bunny Wailer ist gestorben und ich habe ja mal vor ein paar Jahren so eine Platte gemacht, Rise and Shine, quasi so ein Cover, so ein Relic. Ja, richtig. Und es soll hier gar keine Jar Schulz-Show werden, unser Klanggemisch hier. Aber trotzdem, ich glaube, du hast mich gebeten, die Nummer zu spielen. Muss man ich habe dich gebeten. Erstens, weil dann doch zu Ehren von Bunny Wailer müssen wir auch nicht groß jetzt in die Tiefe gehen. Wir wissen alle Bescheid. Rest in Eternal Power. Aber dann auch, weil deine Produktion einfach... Die ist gut, fertig. Ja, vielen Dank, freut mich wahnsinnig. Ich spiele ihn jetzt einfach mal und dann können wir nochmal quatschen. Gerne. So right.
Ja, Rise and Shine. Josh Schulz mit Princess Kazaya. Schönes Stück, schönes Stück. Ja. Gib mir nochmal oder gib uns nochmal irgendwie so ein bisschen Feedback. So, du hast es ja veröffentlicht, glaub mit Josh Schulz, ja, aber mit Jacoustics. Genau, also so eine Doppel-A-Seite gewesen. Genau. Wobei eben der Jacoustics so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hatte. Ja. Aber ich finde die mit Princess Kazaya, die Version, finde ich auch echt richtig, richtig gut. Warum habt ihr gerade das Stück genommen von Bunny Wailer? Oder warum hast du es gerade ausgewählt? Also wir haben das so ein bisschen zusammen entschieden. Der Uli Nefzer war da auch so ein bisschen mit dabei, so als Tippgeber. Und irgendwie, wir sind ja bei Railroad alles irgendwie auch Musikfans. Ja, ja. Und dann denkt man manchmal so, ach, damit könnte man mal was machen und mit dem und dem. Und das passiert irgendwie ganz locker in der Küche. Ne? Man sitzt da irgendwie und trinkt sein Bierchen und dann wird mit Ideen so um sich geworfen. Und da war das halt eben auch mal einfach ein Thema. Und der Uli Nefz hat uns halt auch beraten, so gerade mit der Prinzess Kazaya, die ich vorher nicht kannte. Okay. Und es hat super, super harmoniert. Es war eine tolle Zusammenarbeit. Mit beiden dann? Mit beiden, also Jacoustics. Profi, also super. Grüße an Dominik, ja. Grüße raus. Wir haben uns dann leider erst irgendwie, glaube ich, ein Jahr später erst das erste Mal getroffen, okay. Tatsache. Beziehungsweise ich habe ihn schon vor vielen, vielen Jahren getroffen, in der Röhre war das, bei Catch a Fire. Okay. Habe ich oft gespielt, aber da haben wir nicht wirklich Kontakt geknüpft oder so. Okay. Das ist natürlich, wenn man an so ein Stück rangeht, ist das schon... Man wächst ja mit so einem Stück zusammen. Ne? Also erstmal ist die Idee da, ist auch super und man freut sich irgendwie, dass man auch so tolle Sänger auch dabei hat und Sängerinnen. Aber dann, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, mit dem Stück, wenn man das dann so Wort für Wort eigentlich auseinander nimmt dann im Studio, dann wächst man mit so einem Stück aus wirklich zusammen auch. Ne? Also ich habe auch schon ein paar andere Covers gemacht mit anderen Bands und dann man wird dann schon so eins. Ja, ja, ja. Mit sowas. Ja, das war jetzt so mein Beitrag. Ja, super. Und damit haben wir beide auch schon mal unseren Input hier, unseren Start in Dubcast Number 2 irgendwie gegeben und wollen euch jetzt nicht weiter länger warten lassen, weil wir haben ja schon angekündigt, einen Special Guest, unseren ersten Gast. Ja? Unseren ersten Gast. Unseren ersten Gast. Und zwar, ich heiße dich herzlich willkommen, Iri Greetings, grüß Gott. Wie geht's dir, Michel, Eichel, yes. Isis? Herzliche Grüße, ihr zwei. Schön, Dankeschön. Euch zu sehen. Super gut. Dankeschön. Schön, dass du jetzt auch gleich bei unserem Dubcast Number 2 dich mutig irgendwie unseren Fragen stellst. Und wir sind auch gespannt, was du alles für einen Input uns lieferst. Weil wir kennen uns jetzt auch schon wirklich ewig. Ich habe ja vorher das Stück mit Dan Eye gespielt und da kam mir das gerade auch nochmal so hoch. Ich war ja damals mit Ganja Rhythm, Jan und Crew und dann waren wir bei euch da im bayerischen Hinterland, sag ich mal, mit Juan Besa zusammen. War das ja auch unser erster Kontakt? Weißt du es gerade noch so? Kannst du es noch irgendwie dich dran erinnern? Ich kann es ehrlich gesagt nicht zuordnen, wann der erste Kontakt war. Also waren in deinem Apple House auch mit Wonnes. Und ich kann es zeitlich nicht einordnen, wann wir uns das erste Mal gesehen haben. Es war Anfang Nuller Jahre auf jeden Fall, um einfach mal so eine 2003, 2004 so eine Zeitleiste mitzugeben. 2005, ja, irgendwie so. Ja. Gib uns mal irgendwie so einen kleinen Input, so der Dandelion Sound System, jetzt auch mit New Flower Records, wir werden nachher noch drauf zurückkommen. Davor aber, wie geht's dir? Du hast Familie, wie geht's beruflich? Homeoffice oder wie kann ich es mir gerade bei dir vorstellen? Oder wie können wir es dir vorstellen soweit? Bei uns zu Hause? Ja, wir sind auf jeden Fall, geht's uns gut, wir können uns nicht beschweren. Da sind wir auf jeden Fall gesegnet, wir haben leben mit Leuten zusammen, die Kinder können andere Kinder treffen in einem gewissen Rahmen und das ist auf jeden Fall super viel wert. Und ja, die Schwierigkeiten sind teilweise schon die, wir sind halt praktisch hier dann teilweise zu viert zu Hause vor Rechnern, mehrere Stunden und das ist auf jeden Fall, merkt man auf jeden Fall, dass es nicht gesund ist für uns. Ja, genau. Ja. Aber so grundsätzlich, genau, kann man, man lernt neue Synapsen zu knüpfen, man lernt neue Wege zu gehen
Und das war, was ich daraus auch ziehe und wo auch Dinge jetzt passiert sind, Gott sei Dank passiert sind, wo ich froh bin, dass sie passiert sind. Also kreative Dinge auch. Ja, ihr lebt im, ich habe es ja gerade schon ein bisschen genannt, helf mir bitte, ich bin ja irgendwie in dem Fall so ein bisschen geografisch nicht bewandert. Ihr lebt so im Hinterland von München, Hallertau heißt, glaube ich, die Region, oder? Genau, wir kommen daher, wo der meiste Hopfen herkommt auf der Welt. Okay. Once there was wheat fields grown by the sun, aber jetzt mittlerweile sind da überall Hopfenfelder. Genau, also Holledau in der Nähe von München und bayerisches Hinterland. Wir sind nicht weit entfernt von, also wirklich Herzen Babylons mit München, der ganzen Industrie, Flughafen und so weiter, aber wir sind gerade so weit weg, dass es also ganz cool ist und dass es ein bisschen gediegener ist. Wir sind sozusagen in dem Bereich, wo es anfängt, dass eine Kartoffel wieder was wert ist in der Gegend. Wenn wir 10 Kilometer weiterfahren oder 15 Kilometer weiter, dann ehren die Leute ihre Kartoffel noch und in die andere Richtung 2-3 Kilometer, da kostet eine Kartoffel 2 Cent und allen ist egal. Genau, also es ist schon in Ordnung. Manchmal sehnt man sich schon noch mehr Land und noch mehr Freiheit und noch ein bisschen mehr Frieden sozusagen. Okay. Aber umgekehrt, wir haben es uns gut gemacht, wir sind praktisch mit einer größeren Gruppe von Leuten zusammengezogen. Also ist sozusagen im Ort ein kleinerer Bereich, ein geschützter Bereich mit 5 befreundeten Familien. Und das ist unser großer Vorteil. Da haben wir großes Glück gehabt, das haben wir zur rechten Zeit, hat es so geklappt, dass wir das machen konnten. Und genau, das macht die Sache schon ziemlich angenehm. Hört sich toll an, auf jeden Fall. Man muss ja eigentlich echt dazu sagen, weil der Podcast geht ja online und der wird für viele Jahre online stehen. Wenn man das in 5 Jahren anhört, weiß man gar nichts mehr von Corona wahrscheinlich. Oder? Deswegen, man muss schon dazu sagen, hey Leute, wir befinden uns seit einem Jahr hier in einer ernsten Lage. Wir haben Corona hier auf dem Planeten. Ja, das stimmt schon. Ich hoffe das schon, aber ich habe auch das andere Bedenken. Also ich freue mich schon drauf, wenn alle wieder auf ein Konzert gehen können, ohne größere Auflagen und so weiter. Also ich sehe dem schon entgegen und bin da jetzt auch nicht nur gut gestimmt. Ich glaube, dass man sich die Dinge, die man dann wieder für wichtig erachtet, dass man die auch artikulieren muss, die Gesellschaft. Und genau. Wobei ich dir zustimmen muss, ist, dass man quasi in Anführungsstrichen gezwungen ist, sich mit anderen Sachen, mit neuen Sachen zu beschäftigen. Und so ist eigentlich auch der Podcast so ein bisschen entstanden, oder? Ich mache ja auch noch andere Sachen und auch die Theatersachen, an denen ich gerade dran bin. Das ist alles so ein Nebeneffekt, ne? aus dieser Sache, dass man nicht spielen kann. Aber man will sich trotzdem mit seiner Sache beschäftigen auch. Ne? Also auf jeden Fall. Wie beschäftigst du dich dann in dem Fall? Also ich meine, der Sound, müssen wir nicht drüber reden, ist ja gerade irgendwie in der Garage, sage ich mal, oder irgendwie eingelagert. Wir kommen ja nachher noch auf deine Labeltätigkeit zu sprechen, aber trotzdem, wo bist du gerade aktiv, außer jetzt bei uns hier am Dubcast? Wir haben versucht, oder ich habe mir hier eine Möglichkeit geschafft, wo ich aufnehmen kann. Bin dabei, mir einen Raum herzurichten, wo man ein bisschen zur Ruhe kommen kann, wo man einfach mal 2-3 Stunden seinen Geist freien Lauf lassen kann. Ohne dass einem, also es ist ja schön, wenn einem die Kinder hinten drauf springen und so, aber ohne dass einem die Kinder reinschreien und drauf springen und solche Dinge, also die Infrastruktur. Und wir haben 2-3 Tunes recorded, mit dem Nick bin ich in ständigem Kontakt, produktionsmäßig, solche Dinge. Die Webseite geht hoffentlich sehr bald mal online, was jetzt ewig lang auch nicht stattgefunden hat, solche Sachen. Also anfangs haben wir gestreamt oder anfangs habe ich 2-3 New Flower Radio Sessions gemacht, die ja jetzt der Rest vom Kulturimpuls und der Basti ist auch dran, dass man da vielleicht auch wieder Möglichkeiten schafft. Ich hatte zwischendurch die Lust verloren. Okay, aber jetzt hast du schon wieder 2-3 Stichwörter gedroppt oder gesagt, die einfach auch nachher nochmal zur Sprache kommen. Nämlich Kulturimpuls wollte ich gerade nochmal aufnehmen und 2-3 Release. Also ihr merkt schon, da wird noch einiges jetzt gleich an Input und an Informationen kommen. Sollen wir mal einen ersten Tune spielen? Können wir gerne machen, wenn ihr wollt. Dann würde ich meinen ersten Tune da praktisch beitragen. Genau, weil, lasst mich kurz erklären bitte, wir haben den Michel gebeten, dass er uns einfach eine kleine Playlist zusammenstellt.
die wir jetzt hier nach und nach quasi abspielen werden. Wie ist der erste? Was ist der erste Tune? Also da muss ich vorweg schicken, muss ich einfach hier kurz mal ein bisschen weinen. Es fällt mir natürlich unglaublich schwer, 5 Tunes auszuwählen. Das ist eine Herausforderung. Wie könnt ihr mich dieser Herausforderung stellen? Das finde ich fast schon frech. vor allem nach einem Jahr nicht auflegen, was ja irgendwie davor nie stattgefunden hat. Also genau, aber es ist mir einigermaßen geglückt und ich würde praktisch stellvertretend zu auch den meisten Sessions einen Tune spielen, der halt an die Foundation geht. Ist aber jetzt nicht klassisch ein Foundation-Tune, so wie ich ihn da gerne am Anfang der Session auch spiele. Also es ist kein Ska- oder Sipska-Tune, sondern das ist jetzt der Anfang, wo wir mit Dandelion sozusagen angefangen haben, durchzustarten, auf Tour zu gehen und so weiter. Und das ist auf Chartabis Label 7-Inch, Eric Ballett und Dixie Peach, Rastafari is the Rightful Way. Und das ist eben 2001 rausgekommen. Und die 7-Inch habe ich im Lindenkeller in Freising gekauft. Wo, ich glaube, das war eben Ivo Eichenrockers und Jaffet Sound waren da in Zusammenarbeit mit Roots Messenger aus Hamburg. Salut nach Hamburg und nach Illivity Camp. Mit Roots Messenger haben die eine Connection nach England gehabt zu eben Arab Ballet und in dem Fall war es der Chanter, der da dabei war, wenn ich mich richtig erinnere. Und die waren Anfang 2000 im Lindenkeller und haben da den Laden abgebrannt. Chanter war irgendwann auf so einer Monitorbox, hat irgendwie Terror in America gesungen, Hi-Fi Rhythm aus Hamburg eben und die Monitorbox ist explodiert, alles hat gestunken und die Leute sind, die ist wirklich abgeraucht und alle sind da, also wirklich gute Vibes und ja genau und zu der Zeit war es ja auch nicht so einfach, also davor habe ich meine Platten über Mail-Order bezogen, also über Postweg die Jahre zuvor und dann gab es da die ersten, also Roots Messenger war einer der ersten Distributors, die eben online auch einen kleinen Shop haben und dann eben auch UK Roots da irgendwie vertrieben haben. Sonst gab es halt, klar, es gab Soundquake und solche Dinge, die dann eher den Jamaika-Fokus hatten, Dancehall zu der Zeit ja auch groß und genau, das waren so die, da war es nicht einfach Vinyl zu kriegen und man musste auf den Dance gehen, um sich Vinyl zu kaufen zum Beispiel, man musste weit reisen, um überhaupt eine Platte kriegen zu können. Und da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 7-Inch kamen raus auf Chartabis. Und mit denen sind wir dann halt eben auch losgezogen. Und das waren dann auch unsere Hits. Haben dann mit unseren 4 15 Zoll Scoops die Republik bereist und dann auch irgendwie Schweiz und Ungarn und relativ früh unterwegs gewesen in Kroatien auch und so. Und haben wir die, also schon große, große Räume bespielt mit irgendwie 4 15ern und haben es halt komplett zerlegt. Und für uns war es das Größte und Babylon niedergebrannt und die 15 Zoll Dinger haben nur so gescheppert. Unvorstellbar aus jetziger Sicht, wo jeder irgendwie mit den sonst vielen Scoops am Start ist. Aber genau, wir haben auf jeden Fall. Das Feuer hat auf jeden Fall heiß gebrannt zu der Zeit und das war voll nice, also wir hatten da richtig Vibes. Und die Leute hat es total geflasht, weil niemand war das gewohnt, das war halt Ende 90er dann oder Anfang, ja genau, war halt Dance halt überall groß, in München auch, du konntest, waren richtig regelmäßig Dance, 2-mal die Woche, viele, viele 100 Leute, aber es waren halt keine, also das was uns halt oder was mich halt da geflasht hat, die Tunes, die mich berührt haben so, hat man da halt dann 2-3 am Abend gehört und immer die gleichen, Police in Helikopter, irgendwie so Klassiker, das kennt ihr ja in Stuttgart zu Genüge, aber das hat halt dann auch nicht mehr befriedigt und das war dann sozusagen auch der Anlass, halt was Neues zu machen und den Fokus auf irgendwie Tunes zu legen, die einen halt auch berühren und faszinierend und das halt die ganze Magie, die in Reggae steht, Reggae steckt und genau die Kraft, dass man da halt den Fokus drauf legt und das ist das, was uns oder was mich da befriedigt hat und dann muss man es halt selber machen. Und diese Tunes zum Beispiel, also das war einer der Tunes, die wir die Anfangszeit hart gerockt haben. Also, schon mal eine Menge wieder so ein bisschen Sound System Culture hier in der Republik gerade rausgehört, aber jetzt erstmal Drop the Tune. Rastafari is the rightful way, yes. Jaja living is the only way now, hey. Rastafari is the rightful way, Jaja living is the only way. Rastafari is the rightful way, Jaja living is the only way. Jaja is the head creator.
watch over you. So mind the things you do. Yes, Rastafari is the way, and shall always be here to stay. Surely goodness shall follow me all the days of my life. Oh yes, Rastafari is the rightful way. Jaja living is the only way. Rastafari is the rightful way. Jaja living is the only way. You better watch the wolf and the shepherd. You better watch the wolf and the shepherd. Yes, Master God, look upon I unite to spread the word called peace throughout the world. I'm talking to you, my brother. I'm talking to you, my sister. Jah is my salvation, and Rastafari is my way of life now. To see the people living as one, togetherness living on the land now. Rastafari is the rightful way. Jaja living is the only way. Rastafari is the rightful way. Jaja living is the only way. You better watch the wolf and the shepherd. You better watch the wolf and the shepherd. Ja, Wahnsinns-Tune hast du da ausgesucht, ne? Da geht bei mir wirklich die Pumpe. Ich habe da irgendwie so eine Verbindung zu dem Stück. Das Bauch. Ich war da mit Jan in Kontakt von Ganja Rhythm. Zu der Zeit muss das gewesen sein, ich weiß gar nicht. 2002, ja, sowas, 3. Und da hat er mir ein Mixtape geschickt von sich, so eine Mix-CD. Und da war das Stück halt drauf. Und ich habe diese Mix-CD, ich habe keine Ahnung, gefühlt 1 Million Mal gehört. Ne? Also, über die, also besonders in der Zeit. Wenn er das jetzt hört, du. Wahrscheinlich hört er zu. deswegen, also das war jetzt nur eine ganz kurze Zwischennote jetzt hier von mir. Aber da passiert was bei mir, wenn ich das Ding höre. Ja. Das ist halt Disciples Rhythm Section sozusagen und ist halt auch mein Tribute, auch hier im Podcast, wenn ich schon kein Dance spielen kann, an die Foundation zu der Zeit. Das war dann Dub Creator hier in Amsterdam und dort halt eben Vibronix, Abashanti, Iration Steppers und eben Sounds von diesen ersten Dub-Produzenten. Salut! Du hast gerade schon Foundation genannt. Kommen wir mal zu euren und auch deinen Foundation. Nullerjahre, Anfang Nullerjahre. Gib uns mal irgendwie so ein bisschen Einblick. Wie bist du auf Reggae gekommen? Mal ganz groß gedacht oder groß gesagt und dann speziell aber auch dann diese eher Roots and Culture UK-Schiene. Wie kam das? Wie vorher schon angesagt oder angerissen sozusagen, halt mit der Sehnsucht nach dem Reggae, der mich halt fasziniert hat oder geflasht hat oder uns auch geflasht hat und halt unseren Geist berührt hat und eben das ganze Potenzial von Reggae in einerseits natürlich Party, jeder macht gerne Party, andererseits eben auch Message und aber eben auch die spirituelle Ebene sozusagen. Das ist halt einfach sowas Besonderes und auch Einzigartiges, was ich halt in keiner Musik sonst in dem Zusammenspiel kenne. Und also für mich jetzt auch, ich meine, das ist ja bei allen Menschen anders, aber für mich ist es so, also für mich ist es einfach nicht irgendwas, sondern das ist halt die totale Erfüllung auch. Und um da mehr davon liefern zu können, hat sich das halt sozusagen, gab es gar keine andere Wahl. Und ausschlaggebend war, oder wo wir das gesehen haben, war halt bei Jaffet Dances noch vor 2000, also bevor dann die Line dann auch angefangen hat, da haben wir auch schon Sound gemacht in anderen Formen oder also als DJs halt. Aber da halt zum Beispiel Jaffet Sound, wenn die dann irgendwie in Freising gespielt hat, 2-3 Mal im Jahr und irgendwelche Tunes, Yami Bolo, Conqueror oder irgendwelche Sachen, wo es ganz viele gab, die halt dann einfach solche göttlichen Momente erzeugt hat, wie es halt jeder auch kennt im Reggae und die halt dann einfach so viel Energie hatten, vor allem auch jetzt in der Retroperspektive,
dass die halt einfach geflasht waren und die Suche danach. Und gefunden haben wir das dann am Ende, mei, klar, klassisch bei Chaka. Am Summer Jam war der irgendwann mit 3 Tage lang in einem Zelt nur Chaka. Ja. Und da war ich drin kurz. Ich glaube, es war wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was da los ist. Irgendwie im Nachhinein habe ich Boxen in Erinnerung, viele, viele Boxen, irgendwie viele Afrikaner, irgendwie so alle auf einem Haufen um Plattenspieler und ein Twinkle-Tune so. Das ist, was ich im Kopf habe. Aber ich wusste nicht, was es eigentlich ist. Und im Nachhinein wurde es dann klar, wo ich das erste Mal Shiloh gesehen habe, also dann war klar, okay, das ist das Soundsystem-Ding. Das ist einfach dieses Soundsystem-Ding und diese Art, Reggae zu zelebrieren mit allem, was irgendwie dazugehört. Und dann war kein Halten mehr. So, wir haben einfach das machen müssen. Und dann mit Bastafari, der dann eben bei, also Schreiner ist immer schon mein Homie, und der dann eben die Holzsache und die Bausache sich angeeignet hat. Plus eben den Akusto, der dann total der damals Hi-Fi-Genie und totaler Freak, absoluter Freak. In der Kombination haben wir dann allein halt gestartet. Mein Bruder war auch noch dabei in den Anfängen. Und dann haben wir einen Truck gebaut. Das war auch, also gleichzeitig mit der Anlage haben wir angefangen. Ein Simba, hat der geheißen, einen uralten Baustellenfahrzeug, so ein gelbes Teil, halt auch zu restaurieren. Der Basti und ich, und den auf Pflanzenöl umzubauen. Und so waren wir dann da halt unterwegs und sind dann da eben gereist, recht schnell auch schon, auch dann zum Beispiel mit unseren Frauen einfach nach Spanien und haben dann da eine Woche am Strand oder so unser Soundsystem aufgebaut und solche Dinge. Also auch jetzt nicht nur so Gigs, wie man sich es jetzt hier vorstellt, sondern auch ein bisschen anderer Fokus. Aber wir waren auch schnell in der Schweiz zum Beispiel, da sind da eben von Gideon Soldiers gebucht worden mit Jazzy Deck. Der Samuel war schon am Start und haben da relativ schnell dort gespielt. Und kann ich ganz kurz sagen, also diese Chaka beim Summer Jam Session, ja. Also das war, ich höre das aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, das war für viele so ein Startpunkt. Ja. Ne? Ich war auch da und ist witzig, ja, ich war auch da und du erinnerst dich quasi an das, was du gesagt hast. Ich erinnere mich, ich stand da vorne dran, erster Abend, wir kamen da an, erster Abend, dieses Zelt für sich stehend und er natürlich mit dem Rücken zu Publikum, ist ja im Grunde auch klar, aber damalige Verhältnisse, was macht der da? Und dann hatte er aber, vor mir stand so ein Boxboy von ihm, eher ein Boxman, und der hatte so wahnsinns Oberarme, die waren so beeindruckend und es war auch klar, dass der jetzt eher irgendwie, dass es schon UK ist, so, ja, also auch der Typ so an sich, jetzt im Nachhinein eher aus so einem Rockers-Film quasi entsprungen. Und dann, das war quasi auch so ein bisschen so eine Bodyguard-Funktion, ist ja klar, weil Chaka braucht ja seinen Platz und so. Aber ich kenne diese Situation, die Atmosphäre, das hat mich auch total geflasht. Und ja, witzig, dass du es gerade ansprichst, genau. Es war, glaube ich, für viele hier irgendwie, vielleicht auch unser Jahrgang so, schon so. So ein Aha-Moment. Aha-Moment, genau. Ich war letztes Jahr, Mitte des Jahres, mal in so einer Zoom-Konferenz. Da war auch der Booker vom Summer Jam zugeschaltet und da habe ich ihm auch mal gesagt, so, dass es für viele eben so ein wichtiger Moment war und dass man schon auch beim Summer Jam eben mal wieder so ein Augenmerk eben auf Soundsystem-Kultur oder einfach das ein bisschen größer anlegen. Wie hat er reagiert? Was hat er gesagt? Ja, er hat es angenommen, sagen wir mal so. Er hat es vermerkt. Hm. Ja, aber es ist natürlich Business, was da funktionieren muss. Immer wieder ist es halt so faszinierend, wie so Dinge, ich meine, das ist jetzt kein kleines Ding, wenn der Summer Jam Booker da dem Chaka 3 Tage die Möglichkeit schafft oder den dahin bucht, aber solche Dinge verändern halt so viel, also so einzelne Momente haben so eine Macht, also das ist halt auch so das Gegenteil von Ohnmacht halt einfach, also wenn wir jetzt zum Beispiel auch wieder da zurück in unseren, wie hat das geheißen, Dub Club haben wir es glaube ich schon genannt, nee, Dub Disco war das in Attenkirchen mit Mohan Besser, das ist halt so ein Beispiel, da war dann halt irgendeine Bürgermeisterin, die halt einfach dem ein bisschen positiv zugewandt war und hat das halt einfach erlaubt und die Gemeinde hat das halt einfach toleriert, dass dann halt irgendwie alle 2 Monate ein bisschen lauter war und solche Dinge verändern halt am Ende die Welt, also das sind ganz einfach, von ganz einfachen Leuten einfache Entscheidungen, die irgendwie dann ihrem Herz folgen und halt einfach das dann zulassen, die halt dann so eine Folge nach sich haben. Genauso wie halt ein Chaka-Event, der halt dann einfach solche Folgen hat für so viele Menschen. Also das ist, ich finde, das macht total Mut und das muss alle auch bekräftigen, irgendwie solche Entscheidungen zu fällen und den Mut zu haben,
auch in der jetzigen Zeit und besonders, wenn es immer nur um Versicherungen geht und irgendwie alles absichern, das ganze Leben, besonders da halt irgendwie auch einfach mal den Mut zu haben. Und das würde ich mir auch mehr wünschen. Oder ich finde es toll, dass die Möglichkeit besteht, dass so kleine Aktionen so viel bewirken. Ja. Lass mich noch mal kurz einen Schritt oder zwei Schritte zurückgehen. Du hast gerade Freising erwähnt oder vorher Freising erwähnt. Also es gab schon eine Szene und auch eine Plattform in Freising, auf die ihr quasi an ihr andocken konntet, oder wie kann man sich das damals vorstellen? Also soundsystemmäßig nicht, also so gefühlt. Jaffet hatte auch Boxen, also die haben das auch mitgeschnitten, haben auch Shiloh schnell geholt, die wussten da schon, um was es geht, aber von unserer Seite aus war glaube ich halt das Soundsystem-Ding und also der klare Fokus an UK halt auch die Sache. Also das war auch flashig, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Tune wie vorher, wenn du den halt dann irgendwie der Dancehall Hochburg in München präsentiert hast, oder dann war das für die schon eine krasse Herausforderung, also da irgendwie diesen Change zu machen vom Sound und von allem. Also die Leute haben uns auch für absolut verrückt erklärt, wie wir drauf kommen, unsere Boxen in dem Club aufzubauen. Ich meine, die hatten da Anlagen und so, also wir waren Außerirdische so. Ja. Wart ihr, also du hast Jaffet genannt, aber jetzt nochmal so, wart ihr dann schon die Einzigen da bei euch in der Region, die dann jetzt diesen Weg damals gegangen sind, oder gab es auch noch weitere? Genau, da kann man vielleicht auch zum nächsten Tune, wenn ich darf, überleiten. Gerne, klar. Also wir waren da natürlich nicht die Einzigen, und es gab auch in Deutschland andere Sounds, also gerade in Berlin, Hamburg, da gab es ja schon Freiburger Ecke. Da gab es ja schon Aktionen, und dann in Berlin und Hamburg, wo wir auch Connection hatten und auch dann gespielt haben, bald, da sind die Sachen schon ein bisschen abgeflacht gewesen. Da waren die Szenen zu der Zeit, wo wir dann angefangen haben, da war halt auch nicht mehr so viel los. Also wir haben da auch für Rumore gesorgt im Norden eben auch. Und bei uns unten war, also Jaffet hatte zu dem Zeitpunkt, da habe ich vorher schon gesagt, dass es schwierig war, Platten zu kommen. Jaffet hatte in Augsburg einen Plattenladen. Roots Corner hat der geheißen. Das war auch eine Möglichkeit, wie wir an Schallplatten kamen. Die haben auch früh praktisch da Platten importiert, sozusagen. Und eben auch UK-Sachen. Und dort gab es dann durchaus öfter die Situation, dass ich mit einem Bruder namens Tamrin an den Plattenkisten war. Und der Tamrin ist eben der, von dem der nächste Tune produziert ist. Tamrin The Merchant Records. Und der ist mir eine große Ehre, und den kann ich an der Stelle natürlich nicht aushalten, weil es einfach ein großes Ereignis ist, dass der Tamrin den Arkay Becker ans Mikrofon gekriegt hat und ein unglaublich schönes Lied dabei herausgekommen ist, wo ich immer noch nicht genau weiß, wo es hinführt, aber das mich so unglaublich berührt, immer wenn ich es höre und mich darauf einlasse, das ist einfach solch eine Tiefe in dem Song, dass ich ihn ganz dringend hier spielen muss. Wunderbar. No matter what the follow-up is, German we highly Selassie I get, the man we highly Selassie I get the artist. Need what it takes, what it takes. Odorless and colorless and genderless and flawless. The principles that govern and harness and prevent communities from anarchy, lawless. The emeralds and the opals, sapphires, onyx, sardonyx. We'll trade these for water and food, comfort and solace. It's not only bodies impoverished and malnourished. Meanwhile it takes what it takes. Odorless and colorless and genderless and flawless. The principles that govern and harness and prevent community from anarchy and lawless. Mentality, psychology, habits and spirit of the heated wars, class warfare is the warmest. Don't you enter unobservant and careless. Needy, scornful, volatility and fearless. Leave that mindset and be one idealist. Leave your ideal of vitriol and conflict. Influx and outcry what the talk is. On the terrain where Luke Skywalker is. Unknown phenomena where the astronomical talk is. And how these affect the cycles of yield and harvest. What these have to do with prosperity and largesse. Resource need a hit the earth with the rawness. The elements are leave aggression, toothless and clawless.
Sometimes them sit down on distribution, registration regardless, when the people of the earth naked, hungry and harmless. Meanwhile it takes what it takes. Odorless and colorless and genderless and flawless. The principles that govern and harness and prevent communities from anarchy lawless. The emeralds and the opals, sapphires, onyx, sardonyx. We'll trade these for water and food, comfort and solace. It's not only bodies impoverished and malnourished. Meanwhile it takes what it takes. Odorless and colorless and genderless and flawless. The principles that govern and harness and prevent community from anarchy lawless. Mentality, psychology, habits and spirit. Of the heated wars, class warfare is the warmest. Moral, ethical standards and practice. Those who don't want to see this among us. Unrest and strife are play out underground. How to forward from here on your heart is. Let love solve my peace. Yes. Du hast ja gerade schon angedeutet, beziehungsweise erzählt, dass er dich sehr tief berührt. Ich denke mal, da geht es auch so ein Stück weit um das Spirituelle, oder? Ja, kann man auf jeden Fall so beschreiben, ja. Okay. Und du hast auch schon vorher kurz, als wir da nach der Vergangenheit gefragt haben, das Spirituelle genannt. Was war zuerst da? War zuerst die Musik da, also der Reggae, oder war auch das Spirituelle auch schnell da oder parallel? Wie ist es bei dir gewesen oder wie ist es bei dir? Also bei mir war es so von Anfang an, also bin groß geworden im Umfeld, ziemlich schnell als Jugendlicher, wo Punk angesagt war. Der, also einfach dieses Rebellische und einfach Hinterfragen von Systemstrukturen. Genau, und bin da aber musikalisch und auch inhaltlich war das nicht immer das, was mir halt aus dem Herzen gesprochen hat. Und schnell war ich beim Reggae. Gleichzeitig, also bei Bob Marley halt und solchen Dingen und gleichzeitig auch immer Hip-Hop auf Deutsch sozusagen, weil die Message halt für mich interessant war. Aber dann die deutschen Sachen wie Main Concept war hier für mich heiß, Texta, Österreich, solche Dinge, die ich halt auch verstanden habe. Aber der Reggae war schnell da. Erstmal, also weil es halt einfach das formuliert hat, sozusagen meine Erkenntnisse im Leben zu dem Zeitpunkt am besten formuliert hat und am besten auf den Punkt gebracht hat. Und am Anfang aber auch, also auch bevor Dandelion und habe ich auch schon aufgelegt, da war es eher so, dass ich geschaut habe, dass nicht irgendwie Selassie da drin vorkommt in den Texten und oder explizit irgendwie Haile Selassie als Person oder so erwähnt wird. Die habe eher darauf geachtet, dass es eher außen vor bleibt, weil ich damit Probleme hatte sozusagen und für mich das komisch war, irgendwie da eine Person, ja, wörtlich und schön gesagt, auf den Thron zu heben. Aber irgendwann war das halt, ist es für mich klar gewesen, dass das halt einfach nicht voneinander zu trennen ist und dass das eine das andere bedingt. Und dann war für mich einfach schnell klar, dass halt das genau das Besondere am Reggae genau das ist, dass es eben diese spirituelle Ebene beinhaltet und diesen rebellischen, revolutionären Geist, der im Reggae steht, dass der halt da drin steckt und dass mich das fasziniert hat oder das ist, was mich befriedigt hat, nach was ich gedürstet habe sozusagen. Und dann bin ich halt immer wieder oder habe mich damit beschäftigt und war auf meinen ersten Bingis und das hat mich einfach so krass berührt, dass einfach da kein Weg außen rum gab und ich war dann einfach irgendwann dankbar, dass es so ist und habe das auch einfach akzeptiert auf eine Art. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass das halt einfach nicht voneinander zu trennen ist. Also man kann zu Haile Selassie stehen, wie man will. Das ist natürlich jedem freigestellt und die ganze Spiritualität ist eine höchst persönliche Sache und jeder muss da zu seinen Schlüssen kommen. Aber am Ende gibt es kein Reggae ohne Rasta. Also weil einfach dieser Geist, wo die Musik entstanden ist in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, der ist ja davon geprägt von Anfang an. Und jeder auch irgendwie linke Antifa-Typ, der irgendwie einen Reggae-Tune spielt, weil er den feiert, der feiert auch Rasta da gleichzeitig mit. Da kann man sagen, das kann man einfach nicht, es geht nicht voneinander getrennt. Und auch mein ganzes Weltbild, was also auch was von Midnight oder Al Kaibeka jetzt praktisch als
als Junge großer Einfluss sozusagen, was ich da halt auch mitnehme. Das ist einfach ein weiter gefasstes Bild. Also das ist einfach nicht dieses Schwarz-Weiß-Gedenke. Also ich sehe uns halt alle als einen Organismus, oder das ist das, was ich halt auch aus Rastafari ziehe, als einen Organismus, der wo es nicht darum geht, den voneinander zu trennen, die einzelnen Glieder in dem Organismus, sondern wo es halt um eine Einheit geht. Also es geht halt um einfach eine gemeinsame Energie, die wir hier auf dem Planeten haben. Also in den verschiedenen Dimensionen, im ganz Kleinen, aber auch in dem Großen, also als Menschenbund und als praktisch als Menschengemeinschaft. Und genau deswegen ist es für mich, und dann ist es für mich auch so, dass praktisch die Sprache im Prinzip halt eine Annäherung ist an Dinge, die halt im Geist oder in dieser Geistesdimension, in dieser göttlichen Dimension, die halt da einfach eine Wahrheit sind, aber in der Dimension kann man halt nicht alles in, also die Buchstaben sind halt einfach nur eine Annäherung an so eine Wahrheit. Und in diesem Geist oder mit dieser Einsicht, dass das so ist, ist halt auch für mich klar, dass das auf dem Dance sozusagen meine Art ist, das auszudrücken. Und ich finde auch, ich bin auch total dankbar, dass es diese Art gibt, das auszudrücken. Und das ist auch, also nicht einfach nur irgendwas, sondern das ist schon auch was total Besonderes. Also das halt das am Reggae und an Rasta. Also weil das ist ja eine weltweite Sache. Also das ist ja unglaublich, welche Kraft diese Philosophie oder dieser historische Fakt halt einfach hat. Und dass halt Haile Selassie einfach auf der Welt war als König in Äthiopien. Und was dann jeder daraus selber macht, das ist eine andere Sache. Und wenn du dann Rasta definierst, bin ich Rasta, bin ich nicht Rasta, ein Rasta ist halt am Ende jemand, der halt sich mit Haile Selassie auseinandersetzt und der halt sein Lebenswerk oder dem sein Dasein sozusagen wertschätzt. Ob der dann denkt, dass das Gott ist oder ob der denkt, Haile Selassie ist das und das, das ist einfach eine ganz persönliche Sache und das muss jeder so finden, wie er das findet. Aber für mich ist es auch mittlerweile so, ich, wenn an Gott denke oder halt darüber nachdenke und da meditiere, dann ist Selassie halt schnell da. Also ich kann mich nicht mehr davon wehren sozusagen. Also das ist einfach so. Das ist auch nichts, wo ich eine Entscheidung fälle oder so, sondern das ist einfach so in meiner Meditation. Aber das ist kein Ausschluss an irgendwas, sondern das ist einfach in meiner Meditation so. Und man, genau, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Lass mich da nochmal kurz nachhaken in dem Sinn, du hast vorher das Wort Bingi genannt. Andererseits hast du vorher gesagt, um ans Vinyl zu kommen, seid ihr nach Augsburg gefahren oder hier Freising, Lindenkeller. Jetzt bist du da wahrscheinlich, wie alt warst du damals? Als es irgendwie so nach und nach du entdeckt hast, von was für einem Alter reden wir da? Über Rasta? Ja. Rasta. Mein erster Flash im Nachhinein speziell auf Rasta, wo mir so richtig bewusst ist, war im Jugendzimmer bei Burning Spear. Okay. Also da war diese Burning Spear Live in Paris, das hat mich so dermaßen einfach inspiriert und gehypt und halt einfach diese Göttlichkeit, die da drin steckt, einfach so nahe gebracht und die habe ich da halt, das war für mich einfach so ein ermächtigendes Gefühl, dass das da das erste Mal war, würde ich sagen. Und dann hat es bei Jaffet oder so kam es dann wieder und klar, bei Scheile oder so, das war es halt, oder jetzt auch auf dem Dance, für mich das ist das wirklich halt wirklich eine sehr erhebende Sache und was wirklich sehr Besonderes, sozusagen. Und seitdem. In dem Sinn, jetzt, du hast gerade irgendwie den einen Moment beschrieben, aber dann geht man ja quasi ein Stück weit auf Suche, so stelle ich es mir auch gerade vor, also Zugänge zu suchen. Jetzt hast du diesen Bingi genannt, also es gab damals bei euch, es gibt heute eine aktive Rasta-Community, Rasta-Szene oder wie können wir uns das vorstellen? Es gibt hier Rastas, wir treffen uns ab und zu zum Reasoning und zum Trommeln, aber das würde ich mir, weiß nicht, ich würde mir das nicht vorstellen so, also wir sind nicht in dem Spirit, bin ich nicht hier, dass ich jetzt eine Art Sekte, wie es halt bei den Rastas ja auch oft gibt, Gruppierungen oder halt einfach eine soziale Gemeinschaft, die sich dann Regeln auferlegt, sozusagen, wie sie halt zusammenleben wollen, was ja völlig legitim ist. Ich würde mich auch vielleicht danach sehnen, auf einen Berg zu gehen oder sowas zu machen. Das ist klar, das verstehe ich. Aber das ist nicht meine Realität so. Und von dem her kann man sich das so nicht vorstellen, sondern das ist einfach ein neuer philosophischer Ansatz, würde ich mal behaupten. Und der ist in allen Menschen drin und der ist jetzt auf dem Planeten und das betrifft jeden. Und natürlich gibt es hier mehr Leute, die sich damit beschäftigen oder die halt dann, die das halt flasht oder die halt auch dieses erhebende Gefühl spüren sozusagen oder dieses gute Gefühl spüren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier einmal in der Woche Bibelkreis haben oder so. Es ist schon sehr individuell, was natürlich aber auch gibt natürlich und auch
vielleicht auch hier irgendwann mal wieder sein kann, aber im Moment ist das nicht so. Okay, und nochmal zurück jetzt zu deinen Anfängen oder zu euren Anfängen. Das heißt, als ihr dann die Line nach und nach aufgebaut habt oder auch gegründet habt, dann war die Spiritualität auch immer im Hintergrund mittragend dafür? Kann man sich das auch so irgendwie? Also für mich ist das so, also das ist ja auch, also ich finde es auch wichtig, dass man seine Meinung halt formuliert und ich bin auch völlig offen, also das ist auch eine gesellschaftliche Sache jetzt, dass sich die Meinungen ändern und so, aber mein Stand jetzt ist da, dass du das halt nicht trennen kannst, also für mich ist das, um es halt wieder mit Worten zu beschreiben, das ist kein endgültiger Schluss, aber für mich ist halt dieses Göttliche immer da so, also ich kann halt, wenn ich will, switch ich sofort in meine geistige Dimension und bin halt irgendwie da auf dieser Ebene, wo Gott da ist und wo diese Dinge zählen. Bin dann da am Start, so. Für mich ist das nicht zu trennen von meinem Leben jetzt jeden Tag sozusagen und deswegen kann ich das nicht voneinander trennen. Also es war immer da. Es ist immer da. Okay, also ja. Es ist bei allen immer da. Ja, auch dass wir nochmal hier irgendwie, dass du uns da mitnimmst, auch nochmal von den Anfängen, gerade Sound System und jetzt auch mit deiner Spiritualität, deswegen die Frage auch. Und es heißt letztendlich, Dandelion Sound System war für dich, für euch auch immer auch ein Sprachrohr sozusagen und wird auch weiterhin ein Sprachrohr sein, oder? Denke ich mal. Ja, ja. Also klar, der war mit den verschiedenen Tendenzen halt auch, wir sind verschiedene Charaktere im Sound auch, das ist ja auch eine ganze Family und so und es geht ja jetzt viel weiter dann noch mit Roots Bells und so weiter, aber mit den unterschiedlichen Schwerpunkten natürlich, aber es war immer eine Art Sprachrohr, also wir waren auch viel auf politischen Sachen unterwegs zum Beispiel, also dieser Rebel-Mood, den wir dann halt eben auch, wo wir uns auch im Reggae dann halt zu Hause gefühlt haben, aber wo wir halt auch herkommen, Dinge in Frage zu stellen und so, das haben wir natürlich auch da ausgelassen, klar. Ich erinnere mich nämlich auch an, ich weiß nicht mehr, ob es YouTube war oder ob es, ich weiß nicht mehr, aber ihr habt auch, glaube ich, es gab ja immer in München diese Konferenz. Gibt es ja? Noch, ja, die Seeheitskonferenz, da waren wir öfter, ja. Genau. Gibt krasse Videos, wirklich lustig, Chakustics und Conscious Fire, ganz Jutes, totale Jutes. Charles ist echt auch mini, super geil. Ja. Und es war aber für euch dann auch klar, dass ihr da Position bezieht, dass ihr teilnehmt, dass ihr da Stellung auch bezieht, eben Anti, gegen? Naja, wir haben da auch versucht, halt rastermäßig halt für irgendwas zu sein. Also wir haben versucht dann auch, wir haben halt Flyer verteilt mit 100 Sachen, wo wir dafür sind, so. Also als Beispiel, wir haben uns schon mit diesem Konzept, also das ist halt alles eine Entwicklung, so. Also das, was ich jetzt erzähle, ist auch eine Entwicklung, so. Also wir haben uns damit schon auseinandergesetzt, natürlich. Und es gab immer Diskussionen. Und es gibt auch immer noch Diskussionen, ob wir, auf welche Demo wir uns anschließen wollen oder nicht. Also, und das ist halt auch nicht so, also durch auch meine Sicht, wie ich sie beschrieben habe, der Dinge, also das ist, ich judge ja auch nicht jemand anders, genauso wenig, also ich versuche auch mein Miteinander im Sound sozusagen zu respektieren und dem seine Intuition oder sein Bedürfnis, also dem praktisch Platz zu schaffen, deswegen ist es auch unterschiedlich, also das ist auch, hat ein bestimmtes Spektrum, das kannst du jetzt nicht nur mich fragen, weil nicht nur ich lege das fest, sondern das ist halt dieses Konglomerat aus verschiedenen Geistern und Personen sozusagen oder halt Menschen einfach. Ja, ja. Lass mich noch mal eine spezielle Frage stellen, die ich auch selber ziemlich spannend finde, so wenn ich mich oder als ich mich mit Rastafari mehr beschäftigt habe als jetzt gerade aktuell, ist Repatriation. Ist es für dich, ist es für euch ein Ziel? Ist es für euch, für dich auch wichtig? Und generell noch mal dritter Punkt, in Äthiopien aktuell leider, mancher kennt die Bilder, mancher kennt sie nicht, aber es findet gerade eigentlich ein Bürgerkrieg statt. Sag uns deine Meinung gerade dazu, bitte. Also grundsätzlich, die Repatriierung ist schon wichtig, aber aus meiner Sicht oder aus dem, wie ich in meinem Leben hier stehe oder so, hat es halt verschiedene wieder Ebenen und Dimensionen. Also ich habe jetzt nicht zwangsläufig vor, nach Afrika auszuwandern. Und das war auch, also war nie klar. Ich bin in meinem Leben noch nie im Flugzeug gewesen, zum Beispiel. Also, aber das hat jetzt auch damit, wenn ich das wollen würde. Also, sagen wir es so an dem Beispiel. Ich war noch nie im Flugzeug, aber vielleicht wäre mein erster Flug nach Äthiopien auf jeden Fall. Also, das Interesse ist da und ich beschäftige mich damit. Aber meine Repatriierung findet halt auf anderen Ebenen ständig statt. Also, trotzdem ist das für mich halt auch Thema. So, das ist also Thema im Leben oder was mich inspiriert oder worüber ich nachdenke. Und sei es eben mit Leuten hier gemeinsam herzuziehen, sei es meinen Garten selber zu machen, sei es aber auch auf der Ebene Zion halt nicht nur als das materielle Land in Äthiopien oder in Afrika zu sehen, sondern eben auch Zion als,
als sozusagen Zustand von innerem Frieden und von Freiheit im Sinne von, ich habe keine negativen Einflüsse oder möglichst wenig negative Einflüsse. Also auch das ist Repatriierung für mich, also auch meine geistige Repatriierung hin zu diesem Zustand sozusagen. Okay, und nochmal kurz der Bezug mit Äthiopien. Oder noch ja, kurz, also bei Repatriierung auch zum Beispiel sich ökologisch, vital, vital zu ernähren, gehört für mich da rein als Beispiel. Ja. Genau. Ja. Aber trotzdem, Äthiopien, du hast ein Auge, ein Ohr drauf und schaust dir oder suchst auch Informationen dazu oder tagesaktuell natürlich auch, versuchst du auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist schon relevant, oder? Relevant ist es, genau. Ich bin jetzt kein mega Nachrichtenschauer und auch nicht der total mega belesene Typ. Ja, ich lese gerne und ich lese manche Dinge, aber ich würde jetzt auch nicht, aber mich interessiert es und ich mehrmals in der Woche beschäftige ich mich mit Äthiopien, ja, oder schaue, was da los ist und rede mit, also ich habe auch Freunde aus Äthiopien hier im Dorf und rede mit denen zum Beispiel drüber oder so, ja. Und wie ist es für die? Jetzt bist du spirituell Rastafari, jetzt hast du da äthiopischen Freunde. Können die das nachvollziehen, dass es da jemand gibt, der da so Interesse dran hat und da auch irgendwie mehr wissen möchte als nur 0815? Also ich kann da jetzt auch nur für mich sprechen und habe da jetzt nichts, kann da nicht für viele oder kann nicht für andere sprechen. Aber mit denen, die ich hier bin, ist großes Interesse, also ist ein reger Austausch. Der freut sich, dass endlich nicht jemand Hans zu ihm sagt im Dorf, sondern ihn Ereminas nennt und Kunta-Kinte-mäßig und die Leute und jemand nachfragt irgendwie, was seine Kultur betrifft und ich Dinge manchmal besser weiß wie seine Landsleute. Das ist für den eine große Ehre und also der feiert das oder die feiert das komplett. Also, und ich auch. Ja, schön zu hören auch, schön zu hören. Okay, ich würde, Micha? Ja, ich würde jetzt auch den nächsten Tune mal spielen und dann mal über Schallplattenlabels sprechen. Okay, also, weil, wie vorher angedeutet, der Michel hat so eine kleine Playlist zusammengestellt und jetzt hören wir den Tune Nummer 3. Möchtest du ihn ansagen? Also kann ich gerne ansagen, noch ein kleiner Rückblick auf den Tune vorher, der vom The Merchant Records, AK Becker war der letzte Tune, den wir vorgespielt haben und der ist im Moment auch erhältlich, der ist gerade frisch rausgekommen. Leute, unterstützt bitte die Kultur, im Zweifel kauft das Ding und hängt es euch an die Wand, aber schaut, dass ihr uns supportet. Gibt es auch 12-Inch-Vinyl und auch auf Bandcamp. Mensch, Benny, das haben wir uns doch im Vorfeld gesagt, dass wir es immer wieder durchsagen. Dafür habe ich doch dich, Michael. Ja, okay. Also, next Tune. Nächster Tune, der kommt, ist unser derzeit aktuelles Release auf Newflower Records, ist Head Cornerstone, unglaublich gute Reggae-Band, richtig krasser Roots und heißt Crystal Towers. Crystal tower in the pyramids of power.
Jawohl, wir sind wieder drauf. Ja, schön. Also, Head Cornerstone, Crystal Towers auf New Flower Records. Das ist dein Label, euer Label. Seit wann gibt's denn das Label und wer macht es denn? New Flower Records gibt's seit 2009, da war das erste Release. Und wer macht es? Das macht eigentlich, also in erster Linie bin ich die treibende Kraft. Aber es stellt schon so einen Abriss aus halt unserer Soundgeschichte und unserer Family-Geschichte dar. Also die viele Sachen, die dort rausgekommen sind, erste Release von den Künstlern zum Beispiel oder erste Rhythms oder eben auch von den Sängern, die ersten. Zum Beispiel ist auch von Don Fee sein erstes Release. Oh. Allererste Release von Don Fee überhaupt. Und auch bei den anderen Sängern, Isaiah, glaube ich, Seven, Julaikis, sind also die ersten Vinyl-Sachen. Also es sind einfach im Prinzip natürliche Prozesse, die innerhalb vom Soundsystem halt passieren, Combinations, mit denen wir zusammenarbeiten, Doublets, die wir kriegen zum Testen, die dann gut funktionieren, die mir gut gefallen. Genau, daraus entsteht eigentlich die ganzen Sachen. Also so, du bist so der Entscheider, so wenn es um die, also A&R würde ich mal sagen, so, ja? Oder bist du das? Ja, doch, im Prinzip schon. Das ist schon im Prinzip mein Baby und genau, die Leute außenrum haben ihren Anteil, ja. Nimm uns da mal kurz mit, so, ich meine, du hast es ja gerade genannt, das eine ist ja der Impuls und auch vielleicht so ein Werdegang innerhalb der Sound System Culture, Historie und Herangehensweise, aber ist es auch ein bürokratischer Akt eigentlich, Fragezeichen, so ein Label zu haben? Da kann ich beantworten auch mal so ein bisschen. Ja, mach mal, Micha. Auf jeden Fall ist es auch viel Schreiben und Machen und Organisieren und so. Das ist schon ziemlich aufwendig, würde ich jetzt mal so von meiner Seite sagen. Allein das GEMA-Thema und so, ne? Das ist schon irgendwie teilweise ein bisschen ätzend so, ne? Jetzt übergebe ich mal an dich, berichte. Ja. Es ist halt einfach ein, also das kann man natürlich so gestalten, wie man will, aber also ich versuche jetzt mehr zu schlafen, sagen wir mal so, seit ein paar Jahren. Aber grundsätzlich ist es so, dass man schon unglaublich viel Zeit da reinsteckt. Also nicht nur das Label, aber mit Sound zusammen und so ist es halt ein Fulltime-Job. Und du hast halt keine, also du kannst deine Arbeit machen, um Geld zu verdienen und dich um die anderen Dinge kümmern. Aber sobald du halt Freizeit, sobald halt Luft ist, machst du halt dafür was. Also es ist ein großer Aufwand. Platten gegenhören, Platten wieder zurückschicken, alles auschecken. Genau. Und also zur Nicht-Corona-Zeit, muss man sagen, war die Masse halt entscheidend. Also was New Flower vielleicht da auch ausmacht, ist halt, für uns war halt immer entscheidend, es sind nur Sachen rausgekommen, die halt auf dem Dance für krasse Vibes gesorgt haben. Das ist halt das vielleicht, was uns da, was halt bei uns, es ist ja klassisch Reggae eigentlich, dass die Sounds, aber wir haben praktisch, also mit New Flower haben wir nur Sachen rausgebracht, die halt mit Dandelion Hit waren. Okay. Okay. Und das war immer vorne dran gestanden. Okay. Also deswegen 2009 angefangen, Don Fee quasi dort damals getestet in der Live-Situation. 2009 war, glaube ich, Lyrical Benji. Okay. Also Lyrical Benji und Julaikis. Stimmt, das war 2009. Inch, ja, richtig. Ja. Mit Julaikis haben wir viel am Anfang zusammengearbeitet. Der Rising Flute kam später. Ja, okay. Von Don Fee. Ja, ja. Und getestet wurden die halt vorher natürlich. Also ich habe halt Rhythms, kriege halt Rhythms vom Produzenten, dann spiele ich die und wenn die im Dance krass sind, dann versuche ich halt was draus zu machen, irgendjemanden zu recorden oder frage halt dann, ob wir das rausbringen können und versuche das halt an dem weiterzuarbeiten, ja. An dem Rhythm. Das heißt, du oder ihr habt jetzt euch auch Strukturen, Herangehensweisen, Prozesse erarbeitet über die Jahre hinweg, oder? Hast du immer die gleiche Pressing Plan, also immer die gleiche, oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, also das wäre auch vielleicht irgendwann interessant, dass man das halt zentralisiert, ein bisschen vielleicht auch in Deutschland als Vision, da kommen wir vielleicht dann auch schon zu den Visionen, aber nee, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem immer individuell geschaut, was halt wo gerade gut ist und also aus geschäftlicher Sicht ist das natürlich keine professionelle Vorgehensweise, muss ich ganz klar zugehen, sondern das ist einfach reiner Idealismus. Ich habe auch kein Bedürfnis, Bürokratie, wie der Michi es sagt, oder so zu machen, da liegt nicht meine Leidenschaft. Mir ist halt wichtig, dass das rauskommt und dass halt da irgendwie diese Vibes geteilt werden können. Also das ist halt der, genau, die Motivation. Ja, und mich interessiert das einfach, deswegen frage ich das. Wie sieht es denn so wirtschaftlich aus? Trägt sich das? Es trägt sich natürlich nicht, aber
kommt man wenigstens irgendwie auf so ein Null-Level, dass es sich irgendwie eben trägt. Ja? Also ehrlich gesagt, also ganz ehrlich gesagt, lasse ich total die Hosen rum, versuche ich das nicht mal zu rechnen. Also ich versuche das schon zu kalkulieren irgendwie. Und natürlich, es gibt ein, zwei Produktionen, wo es am Schluss dann so ist, dass du da auch ein bisschen was verdienst. Aber es gibt halt dann die 5, 6, 7 anderen Produktionen, wo du halt einfach Minus machst. Und also da, ich glaube, man müsste in andere Strukturen ein bisschen noch investieren oder müsste sich nach anderen Strukturen umschauen und andere, genau, andere Strukturen sich umschauen und sich die schaffen, um da dann halt auch davon leben oder um das halt sich das trägt, sagen wir mal so. Also man kann natürlich nicht. Aber zum Beispiel jetzt ja. Als den Powers of Chart, das ist jetzt auch eine erste Information, den habe ich jetzt nachpressen lassen. Der ist super gelaufen und jetzt haben wir so einen 100er Run in grünem Vinyl, gibt es da okay, jetzt dann bald. Also. Und sowas funktioniert dann schon, also dann. Genau, und es, unterm Strich, ich will das nicht auf einen Cent rechnen und so, aber unterm Strich energiemäßig ist das für mich schon in Ordnung, weil sonst würde ich es nicht machen. Ja, ja. Also es ist ja wahrscheinlich ganz ähnlich wie bei uns, es rechnet sich auch nie im Leben so, wenn man den ganzen Zeitaufwand alles mit in den Topf wirft. Aber wir kommen schon irgendwie auch klar so. Aber ich habe davor auch schon ein paar Labels gehabt, ich habe schon auch schon einiges in den Sand gesetzt, so, ne? Ich habe da schon... Ja. Erfahrung. Mich freut es immer auch für die Leute, die jetzt neu kommen und sagen, sie können es nur machen, wenn sie halt was dran verdienen oder wenn sie halt nicht drauf zahlen, dann einerseits schlucke ich und so, weil ich weiß, dass halt hunderte von Leuten draufgezahlt haben vor ihnen. Andererseits freut es mich natürlich, weil das wäre natürlich schön, wenn es dahin geht. Also. Aber schaust du, okay, finanziell schwarz auf weiß das eine, schwarz auf weiß das andere, schaust du auf Reichweiten, guckst du dir an, wie viele Klicks zum Beispiel der eine Tune mit dem Last Tune YouTube-Video hat und so? Guckst du dir sowas an? Ist es wichtig? Ist es, oder gibt es dir auch eine Zufriedenheit, ein Glücksgefühl? Das ist, glaube ich, also weiß ich nicht, aber so von meiner Erfahrung her wäre jeder Mensch, der behauptet, das lässt einen kalt, würde lügen. Also das ist natürlich, hat das einen Einfluss in irgendeiner Form, aber ich versuche dem natürlich nicht zu viel Augenmerk irgendwie da drauf zu setzen. So. Und wie wichtig ist es dir jetzt dein Tune, also ich meine jetzt von deinem Label natürlich den Tune, dein Tune bei einem Soundsystem zu setzen, dass sie die auch den spielen? Ist es für dich von der Promo-Seite her schon entscheidend? Oder? Das ist, es gibt, ich glaube, das, also das zieht sich vielleicht durch die ganze Reggae-Geschichte, aber ein Tune muss gespielt werden, egal in welcher Form, damit den die Leute mitkriegen. Also und das ganz lang waren es nur Soundsystem und ich sehe es auch immer noch so. Also ich meine, ich sammle seit 25, also das ist nicht ganz, aber so in der Art Tunes und also ich glaube, ich habe wirklich nahezu in der Sparte alles gehört, was rauskam oder zumindest angehört und habe auch nicht aufgehört. Und von dem her, da sind da viele Tunes überall in den verschiedenen Wohnungen und Häusern, aber nur der gespielt wird, spielt eine Rolle. Also von dem her ist es das total Entscheidende, dass die gespielt werden, weil sonst gibt es keinen Talk da außenrum. Ja. Und es müssen nicht nur die Hits sein, also jeder Tune in der Selection ist nur dann eigentlich im Gespräch, wenn er irgendwo gespielt wird. Also so ist es, glaube ich, auch immer noch vielleicht so. Jetzt gerade im Moment ist die Sache anders, aber so grundsätzlich, also ich bin auf jeden Fall dahinter, dass ich ihn platziere und mich freut natürlich, also gerade wenn jetzt Neil den Powers of Jada total feiert und einfach rauf und runter spielt und dabei tanzt, dann ist das für mich natürlich großes Glück. Ich meine, Neil ist ein Held von mir, das ist mein Dada. So, das ist natürlich, er freut mich mit großem Glück. Klar. Neil von King Shiloh Sound System übrigens. Genau, von Shiloh, ja. Ja, aber das Bemustern von Sounds, aber das ist ja ein Teil von der Musikindustrie, nenne ich es jetzt mal allgemein. Ne? Also du musst deine Sachen rumschicken, dass die Leute das hören, dass die Leute anschließend die Platte kaufen. Oder halt nicht, aber das gehört zur Labelarbeit dazu. Was denkst du zu diesem, ich nenne es jetzt mal auch so ein bisschen provokativ, wie ist deine Meinung zu diesem Last Tune Gehype? Ja, also nochmal kurz zur Erklärung, Last Tune, der letzte Tune, der während einem Dance am Ende gedroppt wird und meistens sind es dann immer diese Videos, Licht an in wo auch immer, beziehungsweise stockdunkel, wenn es draußen ist und dann kommt dieser letzte Tune, wo nochmal alle steil gehen und so weiter und so fort und schaut es euch auf YouTube an, ihr werdet sehen, da gibt es große Unterschiede auch, was so eine Reichweite betrifft und was so ein Vibe betrifft auch. Aber was ist deine Meinung dazu? Ist es nachvollziehbar? Ist es vielleicht sogar Sound System Culture, die schon immer da war, nur jetzt wird sie halt medial anders verpackt oder ist es überbewertet?
Ja, das ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich 2 Stunden allein referieren. Nur über Last Tune hätte ich auch große Lust, wie ihr euch vielleicht vorstellen könntet. Es gibt eine Fortsetzung, Micha. Wie bitte? Wie bitte? Wir haben schon eine Fortsetzung mit dir quasi jetzt gebucht, ja? Ja, voll gerne, jederzeit bereit. Ich liebe es, wenn Leute über mein Lieblingsthema reden. Also ja, absolut, ich bin jederzeit bereit und stehe zur Verfügung. Ich freue mich absolut, wenn jemand das teilt. Also, na gut. Last Tune. Last Tune, ja, einerseits, klar, ist es Teil der Zeremonie so. Ich finde es, also auch von meiner Seite aus, ich würde jetzt nicht mir irgendwelche Dogmen auferlegen, wie ich irgendwas spielen muss. Anfang nur Roots und am Schluss das und das. Aber wenn ich die letzten 20 Jahre sehe, war es fast immer so, dass man halt irgendwie mit Roots, also zumindest bei uns, wir sind ja auch eher ein Sound, der, was weiß ich, 7 Stunden auflegt und nicht nur 1 oder 2, sondern halt den ganzen Abend macht. Und das ist auch das, wo ich mich zu Hause fühle am Ende. Und immer war es eigentlich dann, ohne dass ein Dogma ist, klar, man fängt mit den Roots an und hört irgendwie Year 3000 Style auf, irgendwie in dem Last One. Und ich habe zum Beispiel oft auch gesagt, Leute, bleibt da, der letzte ist der beste Tune. Und die Zeremonie daraufhin ausgelegt, dass der halt irgendwann kommt. Aber andersrum ist es halt auch in der jetzigen Zeit aus meiner Sicht schon eine Art Überbetonung halt auch, weil jeder Tune seine Berechtigung hat. Und beim Last Tune, klar, da gehen die Lichter an. Und deswegen kann man das halt filmen und im Moment auf YouTube super verbreiten. Aber das ist auf jeden Fall eine Neuerung. Und das würde ich schon sagen, dass das vielleicht auch die anderen Tunes ein bisschen in Schatten stellt. Und auch vielleicht halt die Vibes von der Session in Schatten stellt. Also wenn ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich nehme jetzt Jayut Sound, Roots Ambassador. Die haben eine krasse Session, 4, 5, 6 Stunden lang. Ich habe voll die Vibes und es ist voll tief und berührt mich. Dann spielen sie aber als letzten Tune halt einen Bob Marley Tune, weil es halt in ihr Konzept gut passt. Dann hat es eine ganz andere Reichweite, wie wenn irgendein anderer Sound, egal welcher Sound, halt irgendwie eine Show spielt. Ich nenne es Champions League Niveau, immer das Gleiche, immer gleich, alle sitzen, alle Tunes, keinerlei, also wenig Spannung aus meiner Sicht. Und am Schluss ballert er halt den krassesten Tune raus, den man sich vorstellt. Alle gehen steil und hat tausende von Klicks. Dann finde ich das so gesehen und so differenziert gesehen schon nicht gut. Also was heißt nicht gut? Ich finde es auch gut. Ich würd das nicht judgen, das ist so, wie es ist. Aber es ist dann halt, also genau, von meiner Seite aus, für mich hat dann der andere Dance mindestens den gleichen Wert, vielleicht sogar halt einen wertvolleren Wert. Andererseits ist das mit diesem Moment auch wieder das. Also so ein Moment kann auch für die Ewigkeit sein und also sozusagen in dieser geistigen Ebene oder in dieser Dimension, die ich versuche zu beschreiben, spielt es ja keine Rolle. Da ist ja die Zeit auch nicht der Faktor. Wenn dann irgendwie innerhalb vom Last Tune halt eine krasse Erleuchtung stattfindet oder halt ein göttlicher Moment, dann ist der für immer. Und von dem her ist das, was ich gerade gesagt habe, auch wieder relativ. Danke, dass du uns mal so mitnimmst, weil das auch nochmal so eine ganz andere, meiner Meinung nach, so ganz andere Herangehensweise ist. Und du hast auch gerade so das Beispiel genannt mit in Set, damit auch in Schatten stellen. Das ist schon, da bin ich ganz bei dir, ehrlich gesagt. Ja. Ja, ich nicht. Du nicht? Also ich. Endlich! Ich schätze da schon auch so den ganzen Abend. Also ich bin auch super gerne von 21 Uhr da, weißt du, wenn die Türen aufgemacht werden. Ja. Und versuche den ganzen Abend mitzunehmen. Wenn meine Knochen das mitmachen, halten. Ich finde das total wichtig, also jeden Moment auch. So, das stimmt. Ne? Das ist das nicht nur so rausgelabert, sondern ich genieße das auch total. Ne? So. Das stimmt natürlich, ja. Und ich bin wahrscheinlich auch echt nicht so oft beim Last Tune noch da. Ne? Mhm. So. Aber so allgemein jetzt mal so aus Künstlersicht und so, ich finde es auch schon sehr schön, wenn man da mal hinten raus auch mit stattfindet, ne? Weil das ja auch für den, gibt der Produktion schon auch so ein bisschen so, ist schon, man freut sich schon sehr. 2018 Root Space Festival, es war zwar nicht der Last Tune, aber es war der Last Tune im Dandelion Set, kurz bevor Channel One starten und ich war sehr gerührt. Ja. Ich war sehr gerührt. Ja, ja. Aber Micha, jetzt gerade, weil du ja auch dann Produzent bist zum Beispiel, dein Last Tune, wenn du ein Set gespielt hast, bereitest du vor, planst du? Habe ich nur einmal gemacht. Okay. In Dijon letztes Jahr. Vorletztes Jahr? Letztes Jahr? Was haben wir denn jetzt? 2021? Ja, 20 war das. 20, okay. Aha. Januar 2020, da habe ich mein Set auch schon sehr genau vorbereitet. Okay. So, ich habe ja mir ein paar Videos angeguckt und das Publikum ist halt ein anderes in Frankreich, ne, als jetzt in Deutschland. Es sind viel mehr Leute
und so weiter. Und die ticken einfach auch ein bisschen anders. Ist ein bisschen eine andere Kultur. Ist eher so eine Rave-Kultur, möchte ich schon fast sagen, ja, als jetzt hier so bei uns. Ist nicht ganz einfach, ja, zu bedienen, aber die können sich natürlich auch ein bisschen anders ergehen lassen, ja, was es dann wieder einfach macht. Ja. Aber da habe ich den Last Tune Tatsache auch so ein bisschen, okay, es muss ein bisschen französisch klingen vielleicht auch, aber auch geguckt, dass es aufgenommen wird und so weiter, weil es ist ja schon, es sind ja viel mehr Leute gewesen oder wahrscheinlich auch mein größtes Publikum so bisher und wollte dann schon auch so, dass es so funktioniert, aber ich tick halt auch so ein bisschen durch meine Labelarbeit, durch alles irgendwie, ich will mein Ding auch so ein bisschen voranbringen, muss man es schon auch so ein bisschen auch timen und gucken, ein paar Momente einfangen und so weiter, dass man es auch nutzen kann. So. Ja, klar, klar. Das kann man mir jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, manche sagen vielleicht, es ist irgendwie kalkuliert oder was auch immer, ist es nicht. Ich versuche einfach nur professionell ranzugehen. So. Denke ich auch. Also, ich glaube, es ist total wichtig für unsere, also oder es wäre eine super Sache, wenn sich das dahingehend entwickeln, dass immer mehr Leute so denken. Also und auch jeden Jutmann, der hier kommt und so denkt, den versuche ich zu pushen und also und auch da irgendwie zu tun, was ich tun kann. Also für, ich würde mich danach sehnen, dass wir es schaffen, professionellere Strukturen hinzukriegen und halt einfach da auch. Also ich fände es super, wenn wir es schaffen, die Reichweiten zu erhöhen, mehr Leute den Zugang zur Mucke zu schaffen und so weiter. Also das ist, ich finde das eine super Mission und ich bin froh, wenn die Leute, wie du jetzt das so denkst und ich lerne da auch da draus. Also für uns, von meiner Seite aus ist das nicht unsere Stärke, das ist ganz klar. Aber das ist auf jeden Fall was, wo man dran arbeiten muss. Oder sollte, wenn man irgendwie... Ich bin ready so, wenn die Szene bereit ist, dann höre ich ganz auf zu arbeiten, also ist kein Problem. Ich hab Bock. In dem Sinn, lass mich nochmal nachhaken mit dem New Flowers Records Output. Nimm uns mit, was ist gerade in der Pipeline, was ist geplant, wie sind jetzt vielleicht auch nochmal so, wie ist der Fokus gerade im Moment? Oder wie wird der Fokus sein? Also, jetzt im Moment, ich erzähle kurz von dem neuen Projekt. Gerne. Das ist sozusagen jetzt hier, das erzähle ich zum ersten Mal. Also, New Flower hat praktisch, ging hin und her, gibt ein neues Unterprojekt, eine Serie wollen wir starten. Und zwar heißt die Allmann-Dub-Serie. Okay. Aha. Und der... In der, sollte ich kurz die Reaktion, jawohl, gut, Benny, sehr gut, Micha, ich wollte die Reaktion abwarten. Wir da kleben die an den Lippen. Der Serie, also der Inhalt dieser Aktion ist praktisch mit einem Fokus auf deutschsprachigen Lyrics. Also das ist wieder ganz hingegen der Taktik, professioneller zu werden und irgendwie viel zu verkaufen, weil der Markt ist nämlich dann noch viel kleiner, aber es ist einfach eine Vision sozusagen. Einerseits daraus, dass man sieht, was mit Hip-Hop passiert und was mit der deutschen Sprache passiert. Also wenn man sich anschaut, vor 10 Jahren gab es ja deutschsprachig ganz wenig Sachen, die irgendwie verbreitet waren und mittlerweile durch Hip-Hop und der Bewegung von Hip-Hop Richtung Schlager dann teilweise auch, ist ja deutschsprachige Mucke total verbreitet und der Umgang damit auch viel verbreiteter. Und das ist natürlich was ich super interessant finde und auch als Sänger gesehen, sozusagen, geht auch nicht nur mir so, ist es so, dass es halt einfach neue Dimensionen eröffnet. Einfach viel mehr Vielfalt in der Sprache. In Englisch fühle ich mich total eingeschränkt und komme schnell wieder auf alte Pfade, die ich halt in der Wiederholung von irgendwo anders widerspiegel, sozusagen. Und in Deutsch hat man halt einfach wesentlich mehr Möglichkeiten und das ist, und auch als praktisch Empfänger sozusagen auch Möglichkeiten, die Sachen zu verstehen. Und es ist halt einfach viel vielfältiger. Und daraus resultiert sozusagen die Sehnsucht, das jetzt so zu starten. Und die Idee ist, das zu starten als Serie, Allmann-Dub-Serie. Und den Auftakt macht der Melody-Mann. Okay. Aus dem Joyful Neues Camp. Mhm. Mit dem Tune Mantra. Den hätte ich auch dabei für euch. Könnte man ja vielleicht mal reinhören. Okay. Der Rhythm ist wieder von dem Tamrin, also Merchant Records Tamrin. Und rauskommen wird der im Laufe vom Jahr eben auf New Flower Records. Und das ist Allmann Dub Nummer 1. Ah. Chante Wadada. Singe Hosiana, singe Hosiana, singe Hosiana, singe Hosiana. Yeah, yeah, yeah.
Sing Lob und Dank wie ein Mantra. Vom Anfang zum Ende, dann wieder zum Anfang. Chant Lob und Dank. Sing Hosianna wie ein Mantra. Vom Anfang zum Ende, dann wieder zum Anfang. Drum singe Hosianna. Chant Hosianna Kolcha wie ein Mantra. Wurzeln und Kultur, Power Sound. Zirkuliert wie Prana. Singe Badada wie ein Mantra. Weil Liebe ist der Anfang und das Ende und der Anfang. Liebe diese Klang, Vibration, diese Wort, Power Sound, Meditation, diese Sound, systematische Medikation. DJ diese Reime wie den Urzeitton am Mikrofon. In dieser Inkarnation, Ton für Ton, Ton für Ton, Ton für Ton. Leitung und Schutz für den Planet, auf dem ich wohne. Ton für Ton, Ton für Ton, Ton für Ton. Sing Lob und Dank wie ein Mantra. Vom Anfang zum Ende, dann wieder zum Anfang. Chant Lob und Dank. Sing Hosianna wie ein Mantra. Von Anfang zum Ende, dann wieder zum Anfang. Und singe Hosianna. Chant Hosianna Kolcha wie ein Mantra. Wurzeln und Kultur, Power Sound. Zirkuliert wie Prana. Singe Badada wie ein Mantra. Weil Liebe ist der Anfang und das Ende und der Anfang. Zitier repetitiv Lob und Dank, Lob und Dank. Schütze die Gedanken und schütz den Verstand. Meditier mit dem Klang von der African Drum. Die Wiege dieser Menschheit Afrika. Okay, nimm uns nochmal mit. Das ist jetzt quasi, soll quasi der erste Output werden innerhalb dieser neuen Serie, richtig? Okay. Und, also nochmal, um es nochmal zu platzieren, ja, Almandab Hashtag 1 ist diese Nummer. Genau, und gib uns nochmal kurz auch dazu ein bisschen Input. Ayman, Aldo Bradrian von dir oder New Talent oder wie kommt die Zusammenarbeit zustande? Wie war die Zusammenarbeit? Wie hat er darauf reagiert? Also Ayman ist, also ich kann erzählen, woher das mit dem Ayman kommt. Das ist auch ein längerer Prozess. Also es war praktisch, mir war wichtig, dass ich, also Ayman heißt auf Türkisch-Deutsch. Und der ist praktisch die Kartoffel 2.0. Und der, also ist aus dem Jugendtreff, daher habe ich das, oder aus der Schule, da wo ich arbeite. Und der, also das war praktisch, die Idee war sozusagen Aufmerksamkeit, also ich wollte praktisch unterscheiden zu meinen Newflower-Sachen, das halt auch für sozusagen internationale Leute, die jetzt halt Newflower verfolgen, irgendwie möglichst schnell sehen, dass es halt auch nochmal andere Newflower-Sachen wiedergeben wird, die dann halt nicht auf Deutsch sind. Und ich wollte halt dem Ausdruck verleihen, dass es halt einen, dass es halt deutschsprachig ist, also dass da der Fokus zumindest liegt. Das heißt nicht, dass da jetzt irgendwie wieder ohne Dogma, keine Ahnung, was passiert, Jano, ich weiß es nicht. Und aber so der Fokus liegt da drauf. Und da war es halt schwierig, da eine gute Bezeichnung zu finden. Also man ist halt schnell bei German irgendwas oder keine Ahnung irgendwas, was sofort aufgrund unserer schlimmen Geschichte halt einen Geschmack halt hat und wo ich auf keinen Fall einen Vibe hingehend erzeugen will. Und dann einfach auf der Suche nach einem guten Namen ist das sozusagen, ist mir jetzt irgendwann in den Geist gekommen. Und dann habe ich drüber nachgedacht und mich mit ein paar Leuten unterhalten und dann beschlossen, dass das Richtige ist. Und hast du da schon irgendwie eine Auswahl an Artists? Das haben wir ja gerade schon den ersten Tune gehört und genau. Melody Man. Aber gibt es da noch schon weitere, die du auch angesprochen hast, die vielleicht auch schon irgendwie was machen? Oder wie ist da wie sind da die weiteren Schritte? Also das ist offen, es gibt noch keine konkreten neues Recording oder irgendwas, aber die Idee, klar, in dem Zusammenhang muss auf jeden Fall Ganjaman erwähnt sein, weil der halt einfach der Messenger ist, was die deutsche Sprache angeht. Und also Melody Man mit seiner Liebe auf Platte, sozusagen in Anführungszeichen als Nachfolger, der dann auch in Richtung Dub und UK Sound halt als allererste irgendwas veröffentlicht hat in der deutschen Sprache. Und weitere Ideen gibt es viele. Der Treasure Irie hat super Songs auf Deutsch. Der Konta ist von mir hochgeschätzt von Lions Den aus Berlin als MC. Gentleman macht seit neuestem deutsche Mucke. Richtig, ja. Es gibt da, genau, es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten und mal schauen, wo es hinführt. Ich finde es total spannend. Und auch musikalisch ist halt auch ein, also da ist auch alles möglich, ist auch dieses, das erste Mantra, wie gerade gehört, ist ja durchaus auch ein bisschen offener, also vom Style her. Ja. Wie fandst du den Jan Delay? Den neuen Jan Delay Tune, das Intro?
Jetzt muss ich schauen, ob ich so diplomatisch reagieren kann wie der Micha. Nee. Ich will zu dem Tune nichts sagen. Ich finde grundsätzlich Jan Delay natürlich, ich meine, ich komme auch aus einer ähnlichen Generation. Ich bin auf jeden Fall auch Jan Delay geprägt. Also Bambule war auf jeden Fall auch eins der Kassetten, die ich beim Zeitungsaustragen praktisch gepumpt habe, um meine ersten Boxen zu kaufen. Also Jan Delay gehört auf jeden Fall auch dazu. Von dem her kann ich nichts Schlechtes an Jan Delay lassen. Das geht nicht. Ich finde, du warst sehr diplomatisch. Nee, also Jan Delay ist ein super Typ. Die neue Platte, es ging ja nur um das Stück. Ja, ja, ist gut, Michael. Ja. Ich finde ihn super. Ich bin ihn ja auch damals, der war ja oft in Stuttgart auch beim Big G in der Röhre. Die sind ja da gut connected, stimmt. Und ja. So. Und bin ihn auch ein, zwei Mal über den Weg gelaufen. Und er ist ja also auch im kleinen Rahmen, das waren ja alles so, in der Röhre war das damals noch vor, was weiß ich, wenig 100 Leuten. Und er nimmt halt alle mit, ob das jetzt dann tags darauf in der Schleierhalle ist oder eine Röhre. Das ist halt ist ein geiler Typ. Ja. Ja, und das sage ich jetzt ohne irgendwie was. Ja, klar. Das ist mir zu kalkuliert. Ich mag das nicht, wenn die Musik so krass kalkuliert ist, genau. Dass die irgendwie sofort Nummer 1 geht. Und wenn sie nur Nummer 2 oder Nummer 3 geht, dann, okay, jetzt haben wir irgendwie wieder versagt oder so. Ich fühle sowas auch überhaupt nicht. Ja. Für alle, die jetzt uns zum ersten Mal hören, hört euch bitte Dubcast Nummer 1 an. Da habe ich nämlich ein Jan Delay-Stück gespielt und daraufhin baut sich jetzt gerade das Ganze auf. Letztendlich, ich glaube, dir kann es ja nur helfen, wenn in seinem Fahrwasser deutsche Sprache zu verwenden, mit deutscher Sprache auch zu spielen, wenn dann dementsprechend du da irgendwie hinterher schipperst quasi, ja, so sehe ich auch ein Stück weit, ja. Hast du jetzt den Tune, den wir gerade gespielt haben, auch schon im Dance gehabt? Frage. Der Tune ist auf jeden Fall original Dandelion ansonst improved. Und geht ab wie Sau, also krasse Resonanz. Ja? Und es ist halt auch, also ist auch was, für mich ist es, mich flasht es nicht irgendwie ein Stepper nach dem anderen auf einem Dance zu spielen und immer 1, 2, 3, 4, bum, 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 bum. Sondern ich mag es gern, wenn es facettenreich ist und wenn die Melodien vorherrschen und so und wenn mich mal irgendwas auf dem Dance flasht. Also ich finde auch das habe ich vorher mit Champions League Sound gesagt. Also das auf dem Niveau ist so, dass für mich gar nicht so krass berührt. Ich mag es gern, wenn es so ein bisschen facettenreich ist. Und ich mag auch gern, wenn langsamere Tunes am Start sind und wenn eben, wie gesagt, die Melodien vorherrschen. Und das heißt überhaupt nicht, dass die Tunes auf dem Dance nicht rocken. Also ich finde das immer wieder faszinierend, wie auch ruhigere Tunes die Leute halt einfach verbindet und gemeinsam auf den Film schickt. Also. Du hast auch, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss ja gestehen, ich habe euch leider schon lange nicht mehr gehört. Ja, tut mir leid. Aber ich erinnere mich, du hast auch immer deine Speeches und deine ganzen Ansagen und Messages auch immer viel auf Deutsch gemacht. Nicht nur, aber viel, oder? Ja, aber immer Teil des Ganzen so. Ich hatte immer eher das Gefühl, dass ich die Seelen der Leute damit halt berühren kann mehr, weil es halt einfach für viele auch die verständlichere Sprache ist. Ja, ja, also. Ja. Es hat halt so einen Bund geschaffen sofort. Also, genau. Ja. Okay, kommen wir noch zu einem Thema, das mir so irgendwie oder das uns auch so irgendwie gleich eingefallen ist, weil jetzt haben wir den Sound, wir haben jetzt Label und Spiritualität und so, aber du und ihr seid auch als Veranstalter seit längerer Zeit unterwegs, aktiv. Jetzt gebe ich dir einfach mal so drei Stichworte und nimm uns mit auf die Reise mit dem ganzen Bereich und mit dem ganzen Inhalt. Also ich sage jetzt einfach mal nur Kulturimpuls, was vorher auch schon genannt wurde. Dann auch das Root Space Festival. Ja? Aber vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Du hast vorher ja auch, ihr wart schon früher als Veranstalter auch aktiv. Du hast vorher Dub Disco genannt, Dub Garden. Ich glaube, damit waren auch so ein bisschen die Anfänge gelegt und dann ging es weiter? Genau, also aus meiner Sicht oder damals vor allem und jetzt aber auch immer noch ist es, glaube ich, gar nicht großartig möglich, dass du nicht als Veranstalter tätig bist. Also das ist eigentlich Teil der Kultur so. Also wir müssen uns ja auch selber Möglichkeiten schaffen. Wir sind ja nicht irgendwo reingekommen, wo die Leute auf uns gewartet haben. So. Also das ist ja einfach, das ist unabdingbar davon, glaube ich, dass man Veranstaltungen selber auch organisiert, wenn man irgendwo spielen will. Also das gilt, glaube ich, auch immer noch für alle Sounds. Und wir sind von Anfang an Veranstalter auch, genau. Also das kann man schon sagen. Dub Disco gab's, Dub Garden, Dub Club, viele, viele Versionen davon bei uns in der Gegend.
Und irgendwann, um das halt dann auch wieder zu professionalisieren, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorher, da haben wir den Verein gegründet, eben Kulturimpuls, und da, das war dann halt sozusagen auch die rechtliche Grundlage, dass wir es nicht über irgendwie einzelne persönliche Gewerbe irgendwas laufen lassen müssten, sondern halt dann die Möglichkeit haben, auch über einen Verein Veranstaltungen auch rechtlich zu machen. Versicherung nur einmal zu zahlen, jeder der im Verein dabei ist, kann die dann benutzen. Also, und das war ein Zusammenschluss aus verschiedenen Aktivisten, der Mariano, der Visuals bei uns früher schon gemacht hat, El Movimiento, und dann eben aber auch die Siren Sisters, Anja, wichtige Dub-Aktivistin im Moment auch, muss man auch erwähnen, in der Rhythm, schreibt die seit geraumer Zeit wunderbare Artikel, checkt die neue Rhythm-Ausgabe, richtig gute Ausgabe an der Stelle. Also die Anja, Respekt geht raus, Siren Sisters, Jajalis, Sound, der im Prinzip uns mit uns groß geworden ist in der Gegend. Kadesh ist dabei, und genau, in dem Zusammenschluss haben wir den Verein gegründet und haben dann eben mit dem Verein die Veranstaltungen gemacht, bis hin dann eben zu dem Schritt, ich glaube, es ist jetzt schon 11 oder 12 Jahre her, mit der die Root Space auf der Fusion zu veranstalten. Also wir haben da ein Konzept geschrieben, richtig aufwendiges, auch wieder professionelles Konzept, und haben halt den Kulturimpuls, also den Veranstaltungen dieses Festivals, Fusion Festival, riesengroßes, überwiegend Elektro-Festival im Norden von Deutschland, und haben dann halt eben haben uns da halt beworben, um halt eine Area zu machen und unsere Art von Musik zu repräsentieren. Und so ging es los, die haben uns dann da genommen, und dann haben wir eben angefangen, dort jedes Jahr eine große Soundsystem-Area zu machen mit 4 Tagen, durchgehend eigentlich, mehr oder weniger durchgehend Soundsystem-Mucke. Und das ist schon, daraus ist es auch eine ganze Bewegung. Also mir kommt das nicht so groß vor, und das müssen auch im Endeffekt andere beurteilen, aber es hat große, große Auswirkungen, glaube ich, auf die Szene gehabt, dieser Zusammenschluss. Und auch, also dort auch, also wie soll ich es ausdrücken? Ich könnte es vielleicht so sagen. Also im Moment, aufgrund der Situation mit Corona, ist bei uns im Kulturimpuls, wird recht klar, dass wir so projektorientiert eigentlich immer gearbeitet haben. Also wir haben halt praktisch Projekte gehabt, Ideen, das umzusetzen, und daran haben wir gearbeitet. Und da ist alles mitgelaufen, alle sozialen Sachen. Also das, was wir Rastas vielleicht als Livity beschreiben würden. Also das Zusammenleben, miteinander arbeiten, auf ein Ziel hinwirken, Verantwortung übernehmen gegenseitig. Das waren eigentlich Randerscheinungen. Die sind einfach passiert, wenn wir so ein Projekt verfolgt haben. Jetzt sind die Projekte weg. Muss man sich überlegen, jetzt merken wir erst, dass diese sozialen Sachen alle nicht mehr irgendwie stattfinden, und dass man schauen muss, dass man sich neue Projekte oder neue Visionen irgendwie schafft, wo man wieder verfolgen kann und wo dann eben die anderen sozialen Sachen halt eben auch stattfinden können. Und ich glaube, diese sozialen Sachen sind eben auch das, die Root Space auf der Fusion halt so groß gemacht haben. Weil halt wirklich die ganze Szene oder ein Großteil der Szene zusammenkam. Alle großen Sounds haben da gespielt über unserem Set. Und es war einfach, ein mächtiges Ereignis und einfach ein Movement am Ende. Und das Festival ist dann, also das Festival ist sozusagen, kann man sagen, die Krönung der ganzen Aktion. Da haben wir es halt sozusagen geschafft, das, was wir da als Insel auf der Fusion, auf unserer Area zu machen, wieder nach Bayern zu ziehen. Und aber ohne das außenrum. Also, und dann halt einfach ein kleines, wirkliches Reggae- und Roots-Festival dort zu machen. Ich weiß gar nicht, es war jetzt 2 oder 3 Mal. Und das war zweimal. Zweimal, Micha? Ich war 2 Mal da, und ich meine, es war nur 2 Mal. Kann auch nur 2 Mal. Und das war halt dann schon sozusagen, also die Erfüllung des Glücks, kann man behaupten. Also das war jetzt dann wirklich der Traum, der war wunderschön. Und es ist einer der schönsten Festivals, auf den ich hier war. So, ne? Das sage ich jetzt nicht, weil du hier mit dabei bist, sondern das sage ich jedem, der es hören will oder nicht hören will. Ich war da einmal als Gast dabei, und dann durfte ich mal auch spielen, so das zweite Mal. Und es sind nur nette Leute da. Musik sowieso geil, das Programm ist super. Was mir krass positiv aufgefallen ist, das erzähle ich auch jedem. Es war, glaube ich, das zweite Mal, wo ich da war. Ich war einer der letzten, der vom Zeltplatz runtergefahren ist. So. Mit mir waren vielleicht noch. Dass es noch 2 andere Autos gewesen seien. Und es war picobello sauber. Es lag nicht ein Schnipsel irgendwie rum oder so, eine Kippe oder sonst was. Und wenn man das in so einem Vergleich mit anderen Festivals sieht, wo man danach irgendwie Fotos sieht, die da völlig zugemüllt sind,
Das war einfach, war der Wahnsinn, als hätte nichts stattgefunden, als wäre es vor dem Festival oder so. Und dann so im Vergleich halt, was ihr aber auch für Schwierigkeiten habt, ne? Dass man, dass das nicht von außen so von der Politik oder von der Polizei gesehen wird, ne? Dass das eigentlich total einfach friedliche Absichten sind so. Und die Leute kommen da zusammen, um einfach in Frieden so ein schönes Festival zu genießen. Ich war ja auch dabei, irgendwie, da war ja dann ständig irgendwie Zivi-Bullen-Alarm und alles Mögliche, ne? Also ein Graus, ja? Also es war furchtbar. So. Also aus meiner Sicht, ne, wenn ich das als Gast oder eben als Musiker nur aus zweiter Reihe so gesehen habe, wie ihr da alle da irgendwie auch doch immer irgendwie, oh Gott, jetzt nicht schon wieder und so, ne? So habe ich das zumindest jetzt wahrgenommen. Und ein tolles Festival, das wollte ich eigentlich sagen. Wahnsinnsfestival. Danke im Namen von allen da. Aber genau. Ja, totaler Pressure, das ist ja auch irgendwie so, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, aber das ist natürlich, hat vielleicht auch einen Grund, warum die Szene halt hier so ist, wie sie ist und auch schlimmer ist. Wir sind hier natürlich schon auch, also ja, wie soll ich sagen, also ich fühle mich schon auch als Verfolgter hier so, um es mal sozusagen von Anfang an, und ich habe auf jeden Fall auch, also auf jeden Fall auch psychologische Schäden, jetzt nicht irgendwie, weil muss sich keiner Sorgen machen und nichts Dramatisches, aber aufgrund dessen, also das ist einfach schon krass, also seit 12, 13 fühle ich mich hier auf jeden Fall verfolgt, also ich kann mehr oder weniger nicht auf die Straße gehen, ohne sie zu scannen, und das sind auf jeden Fall Sachen, die ich mir nicht ausgesucht habe, also bei uns waren früh mit Maschinengewehren die Polizei auf Danzis und haben es geräumt. Also wir haben in München Veranstaltungen gemacht, ganz früh, da haben sie die komplette, war zum Beispiel der Milo auch dabei, also von Wonnis in dem Fall jetzt. Und also einfach schon krasse Sachen. Und da, was sie da beim Rootsbass Festival, wie das abgelaufen ist, ist eigentlich mit Abstand betrachtet unglaublich und natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite, ist einfach nicht schön. Auf der anderen Seite vielleicht die Gegenbewegung ist auch, oder das ist vielleicht ein Grund, warum wir auch das machen, was wir machen. Also die Theorie gibt es auf jeden Fall. Das heißt, auf der einen Seite, jetzt gehen wir nochmal an Anfang von unserem Interview mit dir, hast du diese eine Bürgermeisterin genannt, die ja damals es ermöglicht hat mit Mohan Besa in den Nullerjahren, Anfang Nullerjahren. Jetzt erzählst du gerade von der anderen Seite. Ja, liegt es an Bayern? Wäre es woanders besser? Oder hat es damit schon gar nichts zu tun? Oder, weißt du, ich frage auch deswegen, ihr habt ja jetzt bewusst auch den Schritt gemacht, da von der Fusion dann zu euch in die heimatlichen Gefilden das jetzt zu veranstalten. Hast du das Gefühl, dass es dann auch um solche Sachen geht? Würdet ihr es in Niedersachsen am Meer veranstalten? Wäre es da vielleicht besser? Oder denkt man da schon gar nicht drüber nach, weil sonst kommt man eh nicht irgendwie weiter und würde gar nichts mehr machen? Also, dass wir nicht drüber nachdenken, wir denken schon über alles nach und versuchen Optionen zu finden. Also wir haben schon alles Mögliche gedacht, irgendwo in einem anderen Land oder so. Also alles ist schon im Kopf gewesen. Aber mei, ich weiß es nicht genau. Ich denke, in anderen Ländern gibt es Gegenden, da ist noch viel schlimmer. Und da habe ich seit, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber da habe ich seit jungen Jahren das Bild im Kopf, dass sich halt die Bühne ändert für einen, aber das Schauspiel ändert sich nicht. Und deswegen sehe ich das relativ und mache mir persönlich darüber nicht so viele Gedanken. Natürlich wäre es ganz anders in Schleswig, also natürlich wäre es anders, also was zum Beispiel halt das Kiffen betrifft. Also ich meine, das ist ja einer der großen Themen hier. Es geht einerseits um die Unterdrückung, aber aus meiner Sicht halt falsche Umgang mit dem Thema Marihuana ist natürlich hier einer der großen Gründe, warum es hier solche Fronten gibt. Ist ja klar. Lass mich nochmal einen anderen Punkt ansprechen, und zwar das Booking. Das ist ja auch immer so ein Thema in dem Sinn jetzt auch, wenn es um Name-Dropping geht oder wie man auch vielleicht auch dem ganzen Atmosphäre oder einen Charakter gibt. So. Jetzt habt ihr über die Jahre ja natürlich schon einige Big Artists, du hast vorher Champions League auch genannt, Artists und Sounds rübergeholt. Wie ist so deine Rückmeldung, wie ist so deine Erfahrung? Was kannst du uns da mitgeben, wenn man da auf einmal mit Margaration skypt oder was macht man da? Ich erinnere mich an eine Geschichte, die musst du vielleicht noch erzählen, sorry. Ich erinnere mich, ihr habt Rashida da gehabt in den Anfangstagen. Ja. Ja, und zweimal hatten wir Rashida da. Zweimal sogar, okay. Und ich erinnere mich deswegen so dran, weil das damals ein ganz großes Ding war, dass ihr nämlich Empress Rashida da hattet. Damals war ja, glaube ich, an den Anfängen noch von Dandelion, oder? Oder ziemlich an Anfängen? War irgendwann 2000er Jahre, ja. Ja, ja. Und dann war für euch immer klar, dass ihr auch mit größeren Namen arbeiten wollt und auch vielleicht auch müsst, oder? Ja,
klar, also das Interesse auch, also das ist einerseits wollt und müsst und andererseits jetzt zum Beispiel auf der Rootspace in der Fusion oder so ist eher so für uns, dass wir uns das halt als Schmankerl für die ganze Arbeit, also da bei der Rootspace jetzt auf der Fusion sind wir 250 Leute beteiligt an unserer Area, die da helfen, nur Helfer, 250 Helfer, also und auf der Area sind als Gäste, um mal eine Größenordnung zu kriegen, sind teilweise 3.000, 4.000 Leute auf dem Dance, also das ist schon richtig gigantisch fett, also das ist richtig eine krasse Nummer auf der Fusion und das Festival war dann auch, ist auch fett, aber das ist nochmal was anderes und das nehmen wir auch selber für uns als Schmankerl, das ist sozusagen auch unsere Belohnung für die ganze Arbeit, also das sind Leute von uns, sind teilweise 4 Wochen da oben durchgehend am Arbeiten. Also das ist schon enorm und der Lohn dafür sind eigentlich die Acts. Und das ist auch, also ich hatte da auch krasse Momente auf der Rootspace, also im Festival sowieso, aber dann auch auf der Fusion, das ist unglaublich. Dadurch, dass halt alle eben so lange zusammen leben, unter den Aspekten eben, die es halt mit sich bringt, wenn man zusammenlebt und halt eben zusammenarbeiten und das Ziel dann irgendwann erreicht haben und dann nehmen wir ein Beispiel, Shaka halt da spielt. Es ist einfach so ein erhebendes und gutes Gefühl, da waren halt dann einfach die ganze Family sitzt, ist dann halt bei Shaka auf dem Dance und halt irgendwie so gefühlt 100 Löwinnen und Löwen irgendwie mit einem in der Sandsteppe irgendwie so und gehen halt 4, 5, 6, 7, 8 Stunden zu Shaka ab, irgendwie so auf dem krassesten Soundsystem, das man sich vorstellen kann. Und das ist schon, also da weiß man schon, für was man es macht. Also und das ist schon die totale Erfüllung von allem, was man sich vorstellt. Also für mich ist das auch, also das ist die Befriedigung oder das ist die Erfüllung, sozusagen. Ich brauche nicht mehr. Also. Das sagst du gerade so, das ist die Erfüllung. Jetzt habt ihr da schon einiges erreicht, in dem Sinn erreicht. Wie geht's weiter? Auch die obligatorische Frage, aber die muss ja zwangsläufig jetzt kommen. So, was kommt als nächstes? Pandemie ist das eine, richtig. Du hast vorher auch schon angedeutet, dass ihr euch Gedanken macht, wie es weitergeht. Ja, nimm uns mit, was ist gerade angesagt? So naja, das Feuer brennt weiter und also wir haben alle Bock. Und wir machen halt jetzt, wir haben jetzt 3 Termine ausgemacht für dieses Jahr 21. Wir haben noch an Twinkle haben wir noch nicht mal abgesagt im Mai, aber das wird wahrscheinlich nichts. Aber sobald es geht, und machen wir es in dem Rahmen, wo es geht. Das ist klar. Also und wir haben auf jeden Fall Bock. Also wir werden auf jeden Fall. Das ist also, ich weiß nicht, ich habe da keinen, das ist für mich auf jeden Fall meine Mission so, da gibt es keinerlei, also das ist, die Frage stellt sich für mich nicht. Kannst du gerade nochmal sagen, Twinkle, für alle, die es jetzt nicht irgendwie kennen oder nicht gleich erkannt haben, ihr seid mit Twinkle Brothers, glaubt schon 2020 wolltet ihr die schon veranstalten, richtig? Habt es jetzt auf 21 verschoben und der Dance, das Konzert, das steht immer noch in der Pipeline, denke ich mal, oder? Ja, aber es ist, also das ist, der Termin ist im Moment 1. Mai und das ist natürlich unrealistisch, wenn man es betrachtet, wie man es betrachten sollte. Ja, in dem Sinn, ich denke mal, auf euren Seiten, Plattformen werdet ihr informieren und werdet ihr die Leute auf dem Laufenden halten. Ja, genau. Also jetzt zum Beispiel macht Lioness Awake, also ist auch ein Zusammenschluss von Female Artists hier aus der Gegend, machen gerade im Moment sonntags einen Livestream, das Roots Café. Okay. Jetzt am Standort. Und der, also da ist jetzt auch gerade, also wir werden auf jeden Fall versuchen, wenn es länger dauert, dass wir da halt auch einigermaßen professionell am Start sein werden. Also was das Streamen angeht und so. Wir wollen auf jeden Fall Sound machen, so schnell wie es geht. Wollen wir noch ein Lied spielen? Machen wir noch ein Tune? Machen wir, genau. Aber trotzdem, also ich zum Beispiel werde auf jeden Fall dafür kämpfen, dass die Dances wiederkommen. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, ich werde mich nicht damit abfinden, zu streamen so. Also das gab ziemlich am Anfang, da fand ich mir ein cooles Video von Helge Schneider und vielleicht hat er Lust, jemand das mal auf YouTube zu gucken. Das ist auf jeden Fall, das finde ich gut. Also er hat auch gesagt, dass er dann, wenn er mit Maske auf die Bühne muss und irgendwie oder ohne Publikum spielen, dann lässt es halt sein, dann kann er auch in Rente gehen und er geht dann wieder, wenn man alles darf. Und ich versuche das auch. Also ich, für mich ist das auch, also das ist auf jeden Fall ein Ziel und das ist so viel wert in unserem Leben, dass man das nicht aufgeben darf. Also. Es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem echten Konzert oder einer Session, aber ich stream auch ja schon mal hin und wieder mit verschiedenen Sachen und für mich ist es auf jeden Fall gut, es ist eine Übung auch so für mich, so sehe ich das auch immer und es macht mir auch Spaß. Ich bin ja schon so lange irgendwie am Live-Spielen, schon 20 Jahre und mehr als einmal habe ich irgendwie vor 5 oder 10 Leuten gespielt. Also es nimmt sich dann so auch nicht viel manchmal so vom Stream her oder so.
Es ist okay für mich. Es ist nichts von Dauer, aber es ist okay, wenn ich es ab und zu mache. Das ist jetzt so mal meine Meinung zu dem Streaming-Thema. Also auf jeden Fall besser als nichts. Besser als nichts tun. Ja, das ist es. Ich denk auch mittlerweile, es ist für viele einfach auch eine Plattform, um präsent zu sein. Ja? Und irgendwie den Ball auch weiter am Laufen zu halten und klar verschiedene Hintergründe und so. Aber letztendlich, wir alle wissen, eine Präsenz kann es nicht ersetzen. Ja, das ist klar. Was für ein Tune hast du uns noch mitgebracht? Ja, jetzt sind wir schon bei der 5, oder? Jetzt sind wir bei der 5. Ja, die 5 ist dann klassisch zum Thema Last Tunes. Das ist nämlich also ein Tune, den ich als Rhythm in der letzten Zeit, also wo wir noch Dance gespielt haben, öfter als letzten Tune gespielt habe tatsächlich. Ein Tune von meinem Bruder Turoki. Und der ist jetzt, der kommt frisch aus dem Studio, ist vor 3 Tagen oder wann, am Donnerstag, ja, vor 3 Tagen ist er praktisch fertig geworden oder gemixt worden und ist jetzt erstmal ein Rough Cut zum Reinhören und ist ein neues Lied von mir und inoffiziell der Nachfolger von Power of Jah. Und ihr seid die Ersten, die ihn hört. Connected by creation. Like sun, moon and star. Connecta, Jah Jah the connecta. Protecta, Jah Jah the protector. We've got the power, we've got the key. Jah love in a you, Jah love in a you, Jah love yes in a we. We've got the power, we've got the key. Jah love in a you, Jah love in a you, Jah love yes in a we. Connecta, Jah Jah the connector. Jah love in a you, Jah love in a you, yeah. Jah bless every minute, every second of the day. Jah love in a you, Jah love in a you, Jah love in a you, yeah. Jah guide every step, whether near or far away. Connect. Doch mal was kurz dazu. Turoki war auch bei unserem Dubcast Nummer 1. Micha, du hast ihn gespielt und warst total begeistert. Ich bin auch begeistert, natürlich nicht falsch verstehen, aber ich erinnere mich noch, dass du da wirklich für deine Verhältnisse quasi aus dem Häuschen warst. Ja? Und du hast ihn jetzt auch schon vorher genannt. Ist auch bei dir im Umfeld, bei euch im Umfeld ein aktiver Produzent? Genau, also Nick ist auf jeden Fall, ich gehöre zum Team vom Nick, sagen wir mal so. Unite is Forces of Turoki, ist der inoffizielle Titel. My Isaiah und Nick haben halt in München ein Studio und sind halt total aktiv und sind sehr, sehr motiviert und haben richtig Vibes und haben richtig was auf dem Kasten. Die Pia Zava ist da oft noch dabei an der Flöte und halt auch mit ihren Produktionsskills. Und da muss ich auf jeden Fall noch ein kommendes Album ankündigen. Also der Turoki, der Nick und in der Konstellation ist ein Album geplant. Und das wird auf jeden Fall aus meiner jetzigen Sicht nochmal ein großer, großer Schritt. Also das ist musikalisch total interessant, hat sich nochmal in verschiedene Richtungen Dinge aufgetan und ist ein großer Schritt weiter. Und da kann man sehr, 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 sehr gespannt sein. Und ich freue mich auch total, was da passiert. Genau. Wann wird da was kommen? Ja, ist im Moment schwierig,
abzuschätzen. Sind sehr bemüht über irgendwelche Förderungen auch noch im Moment, die auf eine gewisse Weise eigentlich notwendig werden für die Vision, die im Raum steht. Also die Hoffnung ist, dass es dieses Jahr fertig wird, sagen wir es so. Genau. Schön. Aber ich denke auch da, ihr habt auf euren Plattformen, werdet ihr die Leute mitnehmen und... Ja, sowieso. Also der Tune, der jetzt gerade gelaufen ist, ist nicht auf dem Album. Das ist ein alter Rhythm noch vom Turuki. Das ist ein Tune, den habe ich so im Prinzip, also ich habe die Dub-Version als Dublet gekriegt, habe ihn öfter als Last Tune gespielt und dann habe ich den live, irgendwann so ist der so rausgeflutscht und dann habe ich halt im Nachhinein jetzt recorded. Also das ist musikalisch noch in der Epoche vorher anzusiedeln. Aber mal schauen, was mit dem passiert, mit dem Connector. Mal schauen, ob der dann irgendwann mal in einem Dance einschlägt oder nicht und dann wird entschieden, was mit dem passiert. Aber das Albumprojekt ist davon getrennt zu sehen. Okay. Michel, wir haben jetzt eine tolle Zeit miteinander gehabt. Es war super spannend auch, so ein paar Storys zu hören. Ein paar Insider-Sachen. Ja. Vielen Dank für deine Offenheit und auch Transparenz und fürs Mitmachen einfach. Freut das mich sehr. Also auch großer Dank euch. Also ja, danke. Freue mich sehr über euer neues Format und habe große Lust auf weitere Folgen. Oh, danke. Sehr schön. Sehr schön. Also jetzt die Plattformen gibt es. Also unsere Danke, Benny, von vorher noch, weil du hast mir eigentlich eine Flanke mal wieder gegeben und ich habe sie nicht verwandelt. Aber jetzt hole ich das nach. Unsere Plattformen, also unsere Webseite geht hoffentlich bald am Start. Die haben wir jetzt auch in der Zeit eben gelauncht. Danke an den Johannes von Chachalis für die Hilfe. Und ansonsten Instagram, Dandelion Sound System, New Flower Records gibt es auf Bandcamp, Facebook, Dandelion Sound System. Checkt uns. Gerne dürft ihr liken, wenn ihr da Vibes dazu habt und... Genau, und uns folgen. Und auch nochmal die Bitte an der Stelle, das ist vielleicht auch wichtig, wenn jetzt zum Beispiel diese Allmann-Dub-Serie an den Start geht, dann schaut, dass ihr das, wenn ihr das irgendwie fühlt und wenn ihr da Bock drauf habt, schaut, dass ihr das auch unterstützt, weil vielleicht ist das auch die Lösung. Also vielleicht muss man auch dahin gucken, dass man eben Richtung Crowdfunding oder sowas denkt. Also das haben wir jetzt nicht davor zu machen, aber vielleicht ist das auch die Unterstützung, dass man halt einfach, wenn man jetzt wüsste, zum Beispiel 100 Leute in Deutschland, die Bock haben auf deutschsprachigen Reggae, ein bisschen experimenteller und offener, wenn man da 100 Leute am Start hätte, dauerhaft, die das unterstützen, sagen wir einfach mal mit dem Release einfach 20 Euro pro Release und dann man sicher sein kann, man kauft es, dann ist es eine ganz andere Basis und die Vision finde ich auch realistisch erstmal, also als ersten Schritt, bevor dann die Millionen Klicks kommen. Also als ersten Schritt halt vielleicht einfach mal, wenn man 100 Leute zusammenbringt als Supporterstruktur für zum Beispiel so ein Projekt. Das wollte ich jetzt einfach nochmal als Samen sozusagen hier säen. Vielleicht kann daraus was entstehen. Dann wäre das, glaube ich, sinnvoll. Wirst du sowas anbieten? Wirst du sowas anbieten dann auch, wenn das dann mal soweit ist? Im Moment ist das erstmal nur eine Idee und die Hoffnung ist die, wenn dann der Mantra rauskommt, dass ich halt 100 Stück von denen einfach verkaufe, was nicht mal sicher ist, sagen wir es so. Also ich habe keine Lust, eine 10 irgendwie Polyvinyl 20 Stück zu machen, sondern ich will schon eine ordentliche Pressung machen. Aber 100 Stück zu verkaufen ist auch nicht locker. Aber ohne 100 Stück zu verkaufen, brauchen wir es auch nicht machen finanziell. Also von dem her wäre das schon mal ein Stück. Im Moment gehe ich davon aus, habe ich noch keinen weiteren Plan? Nein, aber ich gehe davon aus, dass einfach 100 Leute das Ding kaufen. Ich finde, es ist auch ein toller Ansatz, um eine Fortsetzung mal anzudenken, wann auch immer. Wir haben jetzt heute ja irgendwie einiges durchgesprochen, angesprochen, aber du gibst ja gerade irgendwie eine tolle Startrampe für eine Fortsetzung mit dir, irgendwie wieder mal ein Treffen zu machen, ein Interview zu machen. Lass uns einfach dranbleiben und in Kontakt sind wir ja sowieso, ja? Sehr gerne. In diesem Sinne, wir wünschen euch, dir, nur das Beste. Ja Guidance und macht weiter euer Ding. Wir beobachten euch auf jeden Fall. Einladung haben wir ja gerade schon ausgesprochen. Wenn wir helfen können, helfen. Und ich denke, so geht es auch vielen da draußen. Wenn die helfen können, die werden dir auch bestimmt weiterhelfen und helfen. Ja. Vor allem bleibt jetzt auch gesund. Micha, Dubcast Number 2. Lief super. Bist du zufrieden? Ah ja, es war wunderbar. Also ich freue mich. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja. Unsere Danksagung dürfen wir nicht vergessen. Ja. Also wir danken natürlich erstmal dem Hendrik von Mute, der heute aus der schwäbischen Pampa hier nach Stuttgart gereist ist, um hier das Ganze technisch zu ermöglichen. Hendrik, we love you.
Genau, und wir danken auch dem Dubby King Knarf für diese wunderbare Intro-Melodie, dass er die uns zur Verfügung stellt. Könnt ihr auch auf Bandcamp kaufen, sollte unten in den Links in der Beschreibung stehen. Genau. Das war's, Dubcast Number 2, Klanggemisch. Michel, nochmal vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Support jetzt schon. Gebt uns eine Rückmeldung. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss. Ciao.